Ich brauche einen Jingle für dieses Ding. Ich muss unbedingt einen Jingle haben. So geht das nicht weiter. Guten Abend zusammen. Hallo und willkommen zum Photoshop Livestream. Wir brauchen wirklich so einen Jingle, der hier reinläuft. Wo dann Dingelingeling. Ach, ich weiß nicht. Wenn irgendjemand Musik von euch machen kann, schreibt mir mal einen Jingle dafür, dass wir sowas hier auch reinspielen können. 8.10.2015, es ist wieder 19 Uhr, dieselbe Stelle, selbe Welle. Ja, und heute ist das ideale Wetter, um an Photoshop zu sitzen. Ich habe heute auch tatsächlich schon den ganzen Tag eigentlich an Photoshop gesessen, weil ich gerade aus dem Shooting komme. Habe jetzt mal gerade die Maschine gewechselt und habe gerade mal andere Sachen reingespielt und habe jetzt gedacht, jetzt machen wir heute mal eine viel lustigere Geschichte. Und ja, da sind wir wieder. Und ihr seht, es ist heute alles ein bisschen bunter. Ne? Wir haben schon wieder Bouquets hier rumfliegen. Wer letztes Mal dabei war, erinnert sich vielleicht, dass wir da auch schon mit Bouquets rumgespielt haben. Erzähle ich gleich was zu. Ja, 2 Wochen wieder rum. Wir haben heute wieder unseren Gastfotografen. Ja, unser Gastfotograf ist auch ein Wiederholungstäter. Der Andy ist nämlich wieder bei euch. Und der Andy sagt auch schon gerade, huhu, also der Andy S aus D im Chat. Hallo Andy. Ist unser Fotograf heute. Ich mache mir das heute einfach, weil alle fotografischen Fragen ab in den Chat mit euch und redet direkt mit Andy. Ich gucke da gar nicht mehr hin gleich. Ihr werdet wahrscheinlich gleich ohne mich diskutieren und ich mache hier dann einfach stumm vor mich hin und so. Wird bestimmt wieder lustig. Ich freue mich auf den Abend mit euch. Ja, wir waren, Andy und ich waren zu nachtschlafender Zeit, letzten Sonntag waren wir unterwegs und haben Bilder gemacht, oder er hat Bilder gemacht und ich habe den Reflektor wirbeln dürfen. Das war eine richtig lustige Geschichte, wir hatten noch richtig Spaß im Medienhafen. Um diese Uhrzeit habe ich den Medienhafen noch nie gesehen und muss gestehen, da ist das Licht schon sehr, sehr interessant. Also das wäre da noch nicht wahr um diese Uhrzeit. Ich muss da demnächst auch mal irgendwie hin, irgendwie muss man das ja mal gemacht haben, glaube ich. Ja, wie auch immer. Okay, ich habe eben, bevor ich da rein starte, ich habe mir ja immer vorgenommen, wir machen mal so ein bisschen, was habe ich gerade im Netz Neues gefunden für euch, dass es vielleicht ein paar interessante Sachen noch dabei hat. Die ganzen Links findet ihr nachher in der Beschreibung dieses Videos oder wenn ihr es auf YouTube guckt, also zeitversetzt guckt, in der Aufzeichnung schaut, dann findet ihr die sowieso hier unten drunter in den Kommentaren, findet ihr die ganzen Links, die wir heute hier sehen. Und ich fange mal mit einer interessanten Geschichte an, die ich jetzt gefunden habe. Warte mal, ich mache das mal ein bisschen kleiner, damit wir ein bisschen was von Photoshop sehen, wo wir gerade unterwegs sind. Ich habe beim Rumschauen auf Facebook bin ich tatsächlich über eine Geschichte gestolpert, wo ich gedacht habe, das ist mal wirklich eine schöne Geschichte. Und die Bouquets, die ihr im Hintergrund seht, sind da raus. Ich mache das mal gerade hier auf. Wo ist mein Browser? Da ist mein Browser. Der Joachim Hiller, hier ist er. Da oben ist er, hat uns, hat auf Facebook 85 Bouquets zur freien Verfügung hochgeladen. Der Hintergrund, den ihr gerade hier seht, Moment, der Hintergrund, den ihr gerade hier seht, ist einer von diesen Bouquets. Ich kann die mal gerade aufmachen, ich habe die hier in meinem ACDC offen. Das ist sogar der richtige ACDC jetzt gewesen. Und ihr seht schon, hier sind eine Menge Hintergründe drin. Alles, was man so gerade so brauchen kann, also ne, mit Farben, mit Gedöns. Ich habe damit auch mal rumgespielt, aber ich muss gestehen, das ist immer so ein Ding. Da habe ich eine Kamera auf dem Schreibtisch liegen, sehe irgendwie Gegenlicht und fotografiere dann 300 Bilder und schmeiße 299 weg. Und ich muss gestehen, geile Sammlung. Joachim, geil gemacht, echt klasse gemacht. Also, wer da noch nicht vorbeigegangen ist, Joachim Hiller kann man auf Facebook suchen und dann muss man ziemlich weit runterscrollen, bis man hier landet. Oder man wartet einfach auf den Link, der steht ja nochmal hier oben, der gleich in den Kommentaren auftaucht. Ist also echt empfehlenswert, sowas mal zu Hause zu haben, weil so zwischenbräuchlich braucht man sowas ja mal, wenn es dann einfach ist, komm, wir machen jetzt mal ein ganz kitschiges Bild. Wenn ihr also zum Beispiel auf YouTube vorbeischaut, dann seht ihr dabei auch, wo wir es letztens mal eingesetzt haben, wo wir so, solche Bouquets eingesetzt haben. Und natürlich, wie sich das für Facebook gehört, man liked es bitte und die Seite kann man auch liken. Also das finde ich macht immer Sinn und man lässt am besten auch immer einen netten Kommentar da, wie ich das hier gerade getan habe. Jo, nee, Andy, du bist nicht alleine. Keine Sorge, der Harm ist auch noch mit dabei und wahrscheinlich kommen die alle noch ein bisschen spät. Ich fange ja immer so pünktlich an und das ist ja immer so ein bisschen hinterher dabei. Okay, Harm, sag mal Hallo und so. Ich habe dich ja gerade schon gesehen. Der Harm ist noch da. Ja, wunderbar. You never walk alone oder so. So muss das sein, Leute. Das findet sich gleich noch. Ich finde das klasse, dass sich hier so viele unterschiedliche Menschen immer zu einfinden, weil es eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte ist, auch hier mit euch zu reden. Also nicht langweilig alleine vor dem Monitor zu sitzen und zu sagen, boah, wie furchtbar ist denn das hier jetzt? Sondern es ist immer wirklich lustig, das hier also mit der Mannschaft zu machen, das mit euch zusammen auszubrüten. Okay, ich tue Facebook noch nicht ganz weg. Die Bouquets habe ich euch gezeigt. Der Download macht Sinn, das ist irgendwie 250 Megabyte. Sowas schmeiße ich dann immer auf meine Platte. Und wenn ich es dann mal brauche, hoffe ich, dass ich dran denke, dass ich die Dinger noch habe. Ja, also eine Menge Zeug hier drauf.
Okay, ich tue die aber mal weg. Wahrscheinlich, wenn wir die Leute nicht brauchen, die liegen auf der Platte. Wenn wir die brauchen, können wir sie rauskramen. Also vielleicht wollt ihr ja nachher unbedingt noch Bouquets sehen. Okay, wir haben heute unseren Gastfotografen, der Andy. Ich mache mal gerade seine Homepage auf. Andy, du hast nichts Neues, ne? Du hast jetzt also nicht mehr die Künstlerseite, die du mal hattest, sondern du bist jetzt nur noch hier und du nimmst gerade teil. Genau, in 24 Minuten. Das ist da, wo ich den Browser aufgemacht habe. Große Info in die Runde. Link kommt natürlich wieder in den Kommentaren. Große Info in die Runde. Der Andy sucht gerade eine Kneipe auf TFP. Also wenn jemand eine Kneipe kennt, dann rufe ich das direkt auch mal hier drüber aus. Vielleicht könnt ihr ja irgendwie einen Kontakt aufmachen, könnt dann sagen, von wegen, da kenne ich wen und der Andy kann dann in der Kneipe fotografieren. Der Andy hat sich nämlich gerade so eine riesen Portiblitz gekauft, mit denen ich am Sonntag auch ein bisschen rumgespielt habe und mir beinahe ein paar Malheur passiert wäre, aber das erzähle ich höchstens bei einem Bier oder so. Das ist der Andy und wir hatten als Model die Saskia mit dabei, die Saskia Schmid, die mache ich hier auch mal gerade auf. Links kommen, wie gesagt, nachher in den Kommentaren zurück. Hier ist die Saskia und die Saskia hat hier, das kann ich schon mal teasen, kann ich hier gerade, hat hier dann auch schon mal, ach nee, du hast das, Andy hat das auf ihrer Dingens-Page hier irgendwie. Ach, keine Ahnung, wie das alles heißt. Facebook-Deutsch. Hat das hier drauf gepostet. Die Saskia ist eine ganz, ganz liebe. Ihr lieben Fotografen da draußen, wenn ihr ein nettes Model sucht, wenn ihr ein sympathisches Model sucht, die Saskia ist echt eine tolle Frau. Super sympathisches Wesen. Nicht für irgendwie verdreht oder so. Kann man prima mitarbeiten. Und ja, nebenbei sieht noch ganz hübsch aus dabei. Das macht ja als Model dann auch Sinn. Links kommen, wie versprochen, alles in die Kommentare. Das machen wir nachher. Ich glaube, das habe ich auch in der Veranstaltung hierzu. Kann ja, habe ich das, glaube ich, auch schon eingetragen. Da sind die ganzen Links, glaube ich, auch schon drin. Also wer schon stöbern war, der weiß dann Bescheid. Okay, Chronik, sagt der Ham ja gerade. Dankeschön fürs Korrigieren. Ja, hör mal, ich darf das. Mit 47 darf ich das. Okay. Ja, Bildauswahl. Ich glaube, wir gehen mal direkt in die Vollen dabei. Also der Andy war hier wirklich großzügig. Der hat mir nämlich 50 Bilder rüber geschickt oder 53 Bilder rüber geschickt. Ich habe mich da drin schon mal ein bisschen umgesehen und ich rate mal, dass er die nicht alle sehen wollt. Ich könnte ja mal den Chat fragen, ob der Chat die 53 Bilder alle sehen will. Aber ich glaube, ihr wollt die nicht sehen, weil sonst sind wir hier wahrscheinlich mit dem Aussuchen wahrscheinlich die nächsten 2 Stunden noch beschäftigt, weil das wird nicht so schnell gehen, als wenn wir jetzt alle gleichzeitig am Rechner sitzen würden. Ich mache mir das jetzt mal einfach. Ich schicke jetzt mal den Kontaktabzug gerade mal zu euch und dann schauen wir uns den mal an. Und wenn da gar keins bei ist, wo ihr sagt von wegen, oh, lass uns das mal retuschen für heute Abend, dann gucken wir die ganzen Bilder rein. Andy sagt gerade, die 53 Bilder waren einfach sehen. Okay, hör mal, ich hoffe jetzt, ich habe die richtigen ausgesucht. Also wenn da jetzt eins bei ist, wo du sagst von wegen, hey, das darfst du gar nicht zeigen, Andy, sag mir das sofort. Okay, ich mache mal den Kontaktabzug auf. Den Kontaktabzug hat übrigens auch Photoshop generiert. Ja, das habe ich bei einer Folge davor schon mal gezeigt und ich glaube, ihr habt das alles schon mal mitgekriegt, wie das geht. Das müssen wir, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Glaube ich, falls das nochmal jemand sehen möchte. Dafür ist ja dieses interaktive Format so das Perfekte, weil wenn jetzt jemand sagt, zeig mir das nochmal, ich weiß nicht mehr, wie das geht, könnt ihr jetzt gerade sagen, von wegen, zeig mir das doch jetzt nochmal. Ich weiß nicht mehr, wie das geht, könntet ihr dann sagen. Alles FSK 6. Ja, stimmt, richtig. Das haben wir so gemacht. Der Andy hat, wir waren draußen. Wir waren im Medienhafen. Das sieht man hier alles. Ihr seht ja auch, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben so ein Mini-Auto, haben wir sogar als Requisite dabei gehabt. Ja, das ist uns zugelaufen. Das ist uns wirklich zugelaufen. Da war ein Fotograf, der für eine Flüchtlingsgeschichte mit Stofftieren fotografiert hat. So ganz habe ich es nicht verstanden. Und der hat dieses Auto dabei gehabt. Und wir haben dann einfach dreist gefragt. In der 1794 seht ihr dieses Autoken. Das sind so Bilder, die kannst du nicht bezahlen. Also das kannst du eigentlich nicht haben. Es sei denn, du kaufst dir so ein Auto und bist dann halt damit da. War eine lustige Geschichte. Das war eine wirklich lustige Geschichte. Der Florian, Flo heißt der, Florian wahrscheinlich. Ich habe den jetzt nicht mehr gefunden. Andy, wenn du den gefunden hast oder so, schick mir doch mal Kontaktdaten, weil ich fand den auch einen lustigen Typen, fand ich den. Ja, wir sind also einmal, ihr seht, das ist der große Rundumschlag im Medienhafen. Für nachtschlafende Zeit. Wir haben uns um 10:30 getroffen haben. Das war früh. Das war wirklich früh. Sonntag. Und so. Ich sagte nichts zu. Also nicht mehr noch zu.
Also so ist das Licht morgens so gegen 11 im Medienhafen derzeit. Gerade das Gegenlicht, so was ihr auf der 17:30 ganz links oben seht, fand ich also persönlich sehr, sehr spannend. Wenn du es ein bisschen aufreißt, dann hast du immer die Fronten von den ganzen spacigen Häusern hast du dann immer mit dabei. Andy hat leider auch keine Kontaktdaten zum Flo. Vielleicht schaltet er heute Abend ja zu, vielleicht hat er sich uns ja gemerkt. Okay. Die übliche Frage in der Runde, ihr dürft natürlich schon rund gucken, ihr dürft natürlich schon sagen, ach guck mal, das würde ich jetzt aber gerne mal sehen, was du da draus machst. Ihr dürft euch gerne eins raussuchen. Ich warte jetzt auf Nummern von euch. Ich finde, die haben alle was. Ich habe jetzt auch keinen echten Favorite dabei, wo ich jetzt sagen würde, oh, das müssen wir unbedingt machen. Und ich habe ganz bewusst mal so ein bisschen auch was ausgesucht, wo ich sage, da kann man technisch noch ein bisschen was rausholen. Wir haben auf der 1730 zum Beispiel, haben wir es sehr, sehr hell. Und die 2003 da unten, die fand ich zum Beispiel sehr, sehr gelungen. Die müssen wir aber noch kräftig pushen, bis die was kann. Jemand sagt 1730, sagt der Harm. Die 1816, also das mit der Reflexion. Und die 2003. Der Andy sagt die 8030. 830, also die 1830. Oh je, Jungs, da müsst ihr euch jetzt aber einigen. Das entscheide ich jetzt nicht. Das müsst ihr machen. Das ist immer Aufgabe des Publikums. Und wenn ihr nur zu zweit seid, dann müsst ihr da jetzt irgendwie, findet mal einen schönen gemeinsamen Nenner. Ich schicke das mal weiter in die Runde, ohne jetzt Zeit strecken zu wollen, weil wir haben jetzt keine Werbepause oder so. Hier läuft das ja immer alles sehr, sehr schön weiter. Harm sagt, 1830 finde ich auch okay, ist aber irgendwie langweilig, oft schon gesehen. Andy sagt die 2003. Also das, wo ich jetzt auch sagen würde, das fände ich spannend. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir nehmen uns mal die 2003 mit, gucken uns die jetzt mal an. Genau, die 2003 ist nämlich dunkel. Andy sagt das gerade auch noch mal im Chat. Und wir nehmen uns die jetzt mal mit und schauen mal an, was wir da rausgeholt kriegen, weil das ist ja so ein klassischer Fall. Dumm, ist ein bisschen duster geworden. Wobei ich ganz klar sagen muss, für die Digitalfotografen haben ist mit der 2003 auch dabei. Dankeschön für die Digitalfotografen, ihr wisst das. Lieber zu dunkel als zu hell. Also so ein, die 1730 wäre viel, viel haariger zu retten, weil die Lichter da drin sind ausgebrannt. Die kriege ich auch nicht mehr restauriert. Also den Himmel hier oben. Ich kann mal gerade die 1730 schiebe ich mal kurz nach Photoshop, ohne sie jetzt zu bearbeiten. Nur, dass wir mal da näher reinschauen können. Ups, warte mal, ich muss ja hier noch, kann ich so machen. Plup. Nee, das nimmt er jetzt nicht an, weil er jetzt gerade denkt, ich möchte das als Smart-Objekt in die Ebene schieben. Und das dauert jetzt wahrscheinlich eine Stunde, bis das hier offen ist. Nee, es funktioniert. Wie schön. Selbst wenn es ein RAW ist, ist es auf einer Sony geschossen. Selbst wenn es ein RAW ist, wenn ich jetzt hier versuche, Belichtung runter zu kurbeln, der Himmel oben, ja, guck mal, erschreckend. Der hat tatsächlich noch ein bisschen Kontur. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da noch was drin über ist. Also, das ist die Stärke von RAW. Ein JPEG wäre hier völlig weggebrannt. Da wäre gar nichts mehr drin. Da kann man also auch noch genügend rausholen. Das ist aber so ein Bild, wo man hier auch verschiedene Belichtungssituationen reintun muss. Andy, du liest mit, ne? Der Rahmen fragt, ob die Sony 14-Bit-RAWs fährt. Das haben wir ja gerade ganz gut gesehen, dass da noch tatsächlich Detail drin ist. Aber wenn ihr sowas belichtet, bleibt lieber drunter. Auf der sicheren Seite seid ihr damit allemal. Warte mal, das kann ich jetzt hier alles zumachen. Das brauchen wir alles nicht mehr. Den Livestream kann ich hier wegklicken. Der kann geh weg. Und wir wollten die 2003 machen, die Duster. Dann holen wir uns die mal. Lade und es lädt. Wunderbar. Ich habe mit den. Ach super. Das war die einzige, mit der ich schon mal gespielt habe. Wie man jetzt sieht, habe ich hier tatsächlich schon mal an den Reglern gestellt. Ich mache mir das jetzt mal einfach. Ich ziehe die mal auf Standard zurück und wir fangen mal vorne an. So kann es gehen. Du spielst mit einem Bild rum und denkst, okay, das willst du nachher nicht mehr zeigen und löschst nachher sowieso die Einstellungen. Super gelöst, Armin. Prima. Gut, okay, wir fangen nochmal bei 0 an. Alle Regler auf 0, wir stehen ganz am Anfang. Hier gibt es eigentlich zwei Belichtungssituationen drin, nämlich einmal den sehr, sehr hellen Himmel und dann das Mädel. Wir haben es natürlich hier genau richtig gemacht. Sie trägt ja ein dunkles, was haben wir gelernt? Cocktailkleid? Nee, das war nicht das Wort. Das fällt mir wieder ein, das Wort. So ein ganz bestimmtes Wort. Das ist ein ganz bestimmtes Kleid. Ihr diskutiert da gerade über wie viel Bit die Sony RAWs sind. Ich rate mal, dass es 14 Bit sind. Das ist eine sehr, sehr aktuelle Sony und die sollte das machen. Ich kann mal gerade rausgucken, was für eine Sony wir hier haben. Ach nee, XLER 77. Das ist eine 77. Ach, das weiß der Andy besser. Das kleine Schwarze. Ja, ich glaube auch, das wäre der Fachbegriff, den ich hier auch wählen würde. Okay, ich fange also damit an. Ich ziehe jetzt erstmal die Belichtung kräftig rauf und dann schauen wir uns mal an.
dass wir was von der Dame sehen. Ich achte jetzt darauf, dass wir das Kleid vernünftig erkennen können. So gefällt mir das ganz vernünftig hier. Jetzt sehe ich also auch Details im Kleid. Jetzt verliere ich bloß natürlich den Himmel völlig. Und hierfür habt ihr den Regler Weiß. Der Regler Weiß kümmert sich tatsächlich nur um diesen Eck hier, dieses ganz ausgefranste hier vorne. Wenn ich den jetzt einfange, sollte irgendwann, wenn ich jetzt die Lichter noch mit da drauf einfange, sollte irgendwann auch wieder ein bisschen Zeichnung im Himmel auftauchen. Und da kommt tatsächlich wieder so ein bisschen Zeichnung zurück. Ich hoffe, das kann man auf Twitch sehen. Ich möchte das jetzt nicht ganz so sehr dolle einfangen, weil ich verliere ja auch Kontrast im Model selbst. Das ist dann immer so das, was er dabei riskiert, weil wenn ich es da raufdrehe, irgendwo muss es ja herkommen und ich verliere also die ganzen feinen Details hier in den Haaren, verliere ich sonst damit. Und da hat gerade mein Facebook irgendwie gepiepst. Das ignoriere ich jetzt gerade mal. Ich hoffe, das seid jetzt nicht ihr, weil kommt rüber in den Chat, wenn ihr es gerade mitguckt und ihr seid nicht aktiv im Chat mit drin, ihr guckt nur mit. Andy sagt gerade, ja, den Typen links rechnet Photoshop raus. Den habe ich nämlich auch gesehen und um den müssen wir uns gleich kümmern, weil das wollen wir ja so nicht lassen. Ne? Das geht ja gar nicht. Der hier, der da, der Maus weggerutscht, der da, den müssen wir jetzt irgendwie gleich klein kriegen. Aber keine Sorge, da fällt uns was zu ein. Gut, als Basiseinstellung gefällt mir das schon mal ganz gut. Wir können mal kurz ausprobieren, was passiert, wenn wir an den Tiefen hier zuppeln. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen mehr Anpack hier im Kleid drin. Das Kleid wird ein bisschen plastischer hierbei. Wir werden nachher nicht drum herum kommen, nochmal eine Gradation im Endeffekt nochmal drüber zu kippen und den Bereich von ihr hier, von Saskia, nochmal komplett einzustellen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Damit wäre ich mit diesen Reglern hier schon soweit ziemlich gut durch. Ich werde jetzt auch nicht großartig. Wir können mal schauen, wenn wir es ein bisschen wärmer machen, ob die Farbtemperatur hier Sinn macht. Jo, das sieht ganz vernünftig aus. Was mag ich noch tun? Ich glaube, ich mag hier die Tiefen noch ein bisschen anziehen, dass das Gesicht ein bisschen heller wird. Ich lese jetzt kaum noch mit. Hättest du nicht mehr Kontrolle, wenn du zwei TIFFs entwickelst und den PS aneinander legst? Also HDR-mäßig. Das ist richtig. Das können wir, wisst ihr was, das machen wir jetzt auch mal, weil das wäre mein normaler Weg dafür. Ich würde das tatsächlich auch so machen, wenn ich jetzt also wirklich Himmel behalten will, dann habe ich hier gar keine andere Chance, weil ich kann nur eine Sache richtig einstellen. Das heißt, ich kontrolliere, gehe jetzt mal dahin und stelle jetzt mal hier die Saskia korrekt ein. Ich habe nachher noch genug Reserve im Photoshop selbst, weil ich werde das ja als 16-Bit importieren. Nee, Mist, tue ich hierbei nicht. Normalerweise würde ich das als 16-Bit importieren. Zugunsten der kleinen Maschine, auf der das jetzt hier gerade läuft, tue ich das gerade nicht. Okay, deshalb machen wir das jetzt mal so, wie der Harm das gerade vorgeschlagen hat. Das heißt, ich mache jetzt eine Version, wo ich jetzt auf Saskia schaue und alles hier drauf einstelle. Ich gebe ihr ein bisschen Klarheit, nur ein ganz klein wenig. Drehe den Dynamikregler ein bisschen rauf, damit sie ein bisschen lebendiger ausschaut. Und ihr seht hier das Grün, dem tut das gerade sehr, sehr, wuppa, ja, super. Dem Grün hier hinten tut das gerade sehr, sehr gut, weil das fängt hier an richtig zu leben. Das sieht auf einmal richtig lebendig aus. Und der Mensch da hinten, der da rumläuft, der ist auch sehr, sehr lebendig jetzt geworden. Andy hat das mit einer 2.8 geschossen auf einer 3200 Sekunde. Deshalb haben wir auch diese, was aussieht hier beinahe wie eine Fata Morgana. Ne? Das ist ja beinahe wie die Tiefenschärfe, Schärfentiefe, wie rum auch immer, ist ja hier nur ein paar Zentimeter breit. Und das ist schon eine sehr, sehr schöne Aufnahme, weil es halt auch diese Länge hat hier. Das ist, wenn ihr da ist übrigens, das ist hinter, ach, Andy, kannst du kurz beschreiben, wo wir da waren? Weil das ist vielleicht noch spannend für die Leute, die noch mitlesen, dass man da noch weiß, wo wir da waren. Weil ich finde diese Stelle sehr, sehr spannend. Ja, sonst muss ich ja, glaube ich, gar nicht viel dran tun. Ich kann mal kurz, ich gucke kurz in meine Objektivkorrekturen rein. Die sind automatisch hier reingerastet. Das war ein Sigma. 155 mm. Das kann so nicht sein. Ist das automatisch? Ja, warte mal. Ich drehe mal gerade die Automatik an. Ach, Mist. Ja, das ist das übliche Problem, dass bei Sony die ganzen Objektivprofile nicht hinterlegt sind. Du hast jetzt, was hast du da für ein Objektiv drauf gehabt? Genau, gegenüber beim Tommy Hilfiger. Das ist hinter den ganzen tollen Fassaden. Da ist so ein riesen Parkplatz vor und das ist praktisch auf der Rückseite von dem, wie hieß denn das blöde Hotel, dieses große Hotel mit den beiden Türmen. Ja, kriege ich jetzt auch nicht hin. Ist auch nicht tragisch. Ich schaue mal gerade rein, ob ich Chroma filtern muss. Bei einer 2.8er könnte es glatt sein, dass wir ein paar Ausreißer haben. Das schaue ich mir gerade mal an. Wenn Photoshop heute hier nochmal reinzoomt. Oh ja, da haben wir Ausreißer. Und da sind die auch gerade ganz, ganz deutlich. Hier ist also ganz deutlich zu sehen, hier
chromatische Arrivation rein und auf den lila Rand achten. Ich warte jetzt darauf, dass Photoshop hinterherkommt. Das haben wir beim letzten Mal schon mal gehabt, dass das. Ich mache das auch mal an. Nur dann kann man das auch sehen, wenn es verschwindet, so wie jetzt. Weil das wollen wir ja nicht drin haben. Das ist ein optischer Fehler im Glas. Und so ist das eigentlich schon ganz gut angefiltert. Ich schaue mal gerade hier drüber. Da hat Photoshop jetzt richtig dran zu kauen. Hier sieht man jetzt auch so ein bisschen so das Problem mit einer Blende 2.8 auf einem Tele. Du hast ja also extreme Einstellungen fürs Tele selbst, du hast extreme Einstellungen für die Blende und man sieht hier schon, okay, die Schärfe ist okay, aber die ist halt nicht wahnsinnig knackig. Das geht übrigens mit keiner Linse, also das hat auch keinen großen Einfluss. Hier müsste man jetzt also wirklich Festbrennweiten haben, aber der Gesamtschärfeeindruck, wenn ich hier auf 100% zoome, ja, geht so. Ne, aber das ist ein technisches Problem. Das hat jetzt nichts mit Fotografie zu tun eigentlich dabei. Okay, ja, dann importieren wir das Ding jetzt einmal so. Ich öffne das Bild jetzt mal. Lass das jetzt einmal durch Photoshop kriechen. Ja, was kann ich denn schön jetzt unterwegs erzählen, während das hier lädt? Das dauert ja alles so ein bisschen. Das war das 70-200, da sagte Andy gerade. Das Tamron 70-200. Ich habe das jetzt nicht großartig auskorrigiert. Wenn die Linsen mit drin sind, kann Photoshop das automatisch korrigieren, was in meinen Begriffen sehr, sehr praktisch ist, weil ich habe es einfach immer nur automatisch mitlaufen, egal welche Linse ich drauf habe. Und habe damit direkt Verzerrungen, also Kissen- oder Tonnenverzerrungen, direkt rausgerechnet. Bei einigen Linsen ist es halt nicht drin. Das kommt darauf an, ob Adobe diese Linsen vermessen hat. Das liegt jetzt auch nicht am Photoshop CS6 hierbei, weil es ist der aktuelle RAW-Konverter drin. Also heute der aktuelle RAW, der 9.1.1 ist hier drin. Den kann ich auch hier drauf nutzen. Das kann sich mit dem nächsten RAW-Konverter kann sich das wieder ändern. Harm fragt, mit oder ohne einem VR? Ist das bei den Sonys im Gehäuse? Oh. Das muss jetzt der Andy beantworten. Ich bin ja mehr der Nikon-Mann. Da kann ich jetzt so viel leider nicht zu erzählen. Okay, ich habe jetzt den ersten Import hier drin. Und so wie der Harm das gerade vorgeschlagen hat, machen wir das nämlich. Wir nehmen uns das RAW hier nochmal. Ich ziehe das jetzt einfach nochmal in den RAW-Konverter. Und hier seht ihr jetzt ist es ja so eingestellt, dass Saskia korrekt belichtet ist. Und was ich jetzt mache, ich nehme jetzt mal die Belichtung ein Stück zurück. Und jetzt habe ich auf einmal wieder Kontur im Himmel. Ich habe wieder Struktur im Himmel. Und das Einzige, was ich jetzt hier mache, ich möchte nämlich gleich die Struktur im Himmel sehen. Habe das jetzt also auf eine ganz andere Belichtung gestellt und sage jetzt wieder Bild öffnen und importiere das jetzt als zweites Bild. Warum das jetzt dahin geht, weiß ich jetzt auch nicht, weil Kamera RAW wieder gerade am Prozessor zieht. Das haben wir hier drauf immer. Ich sage das jedes Mal, wenn wir hier irgendwas machen. Das ist nicht die wahnsinnig beefy Maschine. Das hat was damit zu tun, dass meine normale Arbeitsmaschine in einer größeren Auflösung läuft als dieses Full HD, was wir hier gerade streamen. Und mir das zu viel Gerödel ist, dann darauf einen Stream aufzubauen. Das ist also eine zweite Maschine, auf der das hier jetzt gerade läuft. Harm sagt gerade, ist heute nicht Kamera RAW 9.2 rausgekommen. Ich habe es jetzt heute nicht gelesen. Ich war auch den ganzen Tag unterwegs. Ich habe eben hinter der Kamera gestanden und habe heute noch nicht meine übliche Runde gelesen. Wenn es rausgekommen ist, die Leute mit der CC kriegen das automatisch. Da wird das automatisch eingespielt. Wer noch wie ich auf CS6 sitzt, der hat leider das Problem, dass ab jetzt nicht mehr upgedatet wird. So kriegt man die Leute dann auch irgendwann dazu, dass sie dann doch updaten. Ich finde das nicht schön von Adobe, aber andersrum kann ich auch verstehen, die müssen irgendwie Geld verdienen. Und ja. Okay, jetzt haben wir zwei von diesen Bildern. Wir haben zwei Versionen davon gemacht und der einzige Unterschied ist tatsächlich die Belichtung. Hier würde man natürlich sofort sagen, da ist Saskia zu duster, hier ist Saskia richtig belichtet, dafür frisst der Himmel aus. Und was wir jetzt machen, wir schieben die beiden Dinger jetzt übereinander. Hier kann ich mir einfach hier dieses Ding nehmen, kann mir die Ebene greifen, auf der das liegt, hier den Hintergrundebene. Ziehst hier rüber und was ich jetzt tun muss, ich muss die Shift-Taste festhalten. Weil ich jetzt, wenn ich die Shift-Taste festhalte, plups, wird direkt in der Mitte in dieselben Bildproportionen reingepastet. Ich muss jetzt also nicht hingehen und irgendwas durch die Gegend schieben, sondern es liegt tatsächlich Pixel auf Pixel übereinander. Die Zwischenversion, die wir hier gebaut haben, brauche ich nicht mehr. Die kann ich wegtun. Geh weg. Und jetzt machen wir da mal wieder Fullscreen, damit ich mal vernünftig arbeiten kann. Ja, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Und hierbei könnte das tatsächlich sogar funktionieren. Das Naheliegende wäre jetzt natürlich eine Maske zu malen, klar. Das würde, wir legen eine Maske dran an. Ups, sorry.
Wir legen eine Maske dran an. Das habe ich jetzt direkt mit der Alt-Taste festgelegt, dass die schwarz ist. Ich greife mir einen Brush, mache den ein bisschen größer, wie wir das jetzt auch schon gelernt haben. Wenn ich das so mache, halte ich die Alt-Taste fest und drücke die rechte Maustaste, dann kann ich mit rauf und runter, kann ich die Härte einstellen. Die möchte ich so gerne irgendwo bei 25% sehen, irgendwo. Und links, rechts könnte ich den Durchmesser einstellen. Wenn ich jetzt anfange hier zu malen, dann seht ihr, dann kommt wieder Himmel zurück. Das Doofe ist, hier muss ich jetzt anfangen, richtig zu arbeiten, ne? Weil hier muss ich jetzt auf einmal präzise arbeiten. Ham fragt, geht das nicht mit weichem Licht oder so? Warte, warte, ich muss hier gerade auf Photoshop warten, der kommt nämlich gerade hinterher. Und ich habe jetzt auch keine Lust, da so viel zu malen, weil das dauert mir gerade viel zu lang. Wir müssen gleich sowieso noch ein bisschen retuschen. Dauert mir gerade alles viel zu lang. Also schmeiße ich mal die Maske weg, die kann ich mir einfach greifen und hier in den Müll schmeißen. Und gehe jetzt mal hin und, Moment, Doppelklick. Mach einen Doppelklick hier hinten in den leeren Bereich. Da. Ach super. Moment, ich muss mal gerade zurück, weil ich habe hier, guck mal hier, ich habe hier völlig falsch gemalt. Steuerung Z, Steuerung Z. Jetzt ist wieder richtig. Jetzt sind wir wieder da, wo wir hin wollten und jetzt habe ich die Maske gerade. Jetzt kann ich die Maske nochmal wegwerfen. Doppelklick hinten in den leeren Bereich. Bringt euch zu den Ebenenstil-Fülloptionen, glaube ich, heißt das Ganze. Okay, und hier drin gibt es eine Geschichte, die verwendet man eigentlich sehr, sehr, sehr selten. Und zwar kann ich hiermit einstellen, auf welche Tonung das Ganze in der Ebene selbst wirkt. Ihr seht hier diese Schieber und die kann ich natürlich jetzt schieben. Ich kann jetzt also einstellen, dass dieses obere Bild nur auf die oberen, auf die helleren Töne wirkt. Und hier wird jetzt gleich irgendwann der Himmel dazu kommen. Rechnet das Ding auch noch mal gerade mit. Ich vermute mal gerade, dass Photoshop nicht hier hinterherkommt. Das könnte jetzt gerade dran hängen, dass ich hier gerade an Photoshop festklebe. Warte mal. Hier habe ich eine leere Ebene. Warum habe ich da eine leere Ebene? Hier stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist hier. Da sind wir richtig. Entschuldigung, das war jetzt live, so wie sich das manchmal gehört. Ich habe gerade gedacht, warum sieht Saskia denn so hell aus? Ich habe das Richtige gemacht. Ich hatte bloß irgendwie hier eine leere Ebene dran. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich die gerade da reingekriegt habe. Ist heute irgendwie ein verdrehter Tag, habe ich vorhin schon mal gesagt. Okay, ich möchte, dass diese Ebene nur in den hellen Bereichen wirkt. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen und kann jetzt die ganzen Dunkelbereiche, kann ich von anderen Bild draufkommen lassen. So, bis da so ungefähr. Und ihr seht jetzt schon, da ist unser Himmel, den wir ja eigentlich haben wollen. Und jetzt ganz ohne Maske zu malen, habe ich jetzt also tatsächlich nur den hellen Bereich aus dem oberen Bild. Den dunklen Bereich sehe ich hier gar nicht drin. Das Doofe ist bloß, es hat Übergänge. Aber, und das muss man jetzt wissen, weil da steht wieder nirgendwo, wenn ihr die Alt-Taste festhaltet und auf diesen Pfeil hier klickt, dann könnt ihr den auseinanderziehen. Ja, guck mal da. Dasselbe kann ich auch mit dem oberen Pfeil machen. Dann kann ich auch noch so ein bisschen dehnen und dann kann ich das hier so ein Stückchen zurücknehmen und mal schauen. Das habe ich nicht ausprobiert, das ist gerade live. Das ist jetzt gerade also wirklich experimentell, was ich hier ermittle. Und ich glaube, damit bin ich schon ganz, ganz gut dabei. Ich zeige mal gerade ein Vorher-Nachher. Also so sieht der Himmel aus, wenn wir da die obere Ebene nicht mit drauf haben. Und so sieht der Himmel aus, wenn wir die mit drauf rechnen. Das Doofe ist, ich kann das leider nicht weichzeichnen. Ich muss das also, wenn ich es einstelle, dann muss ich es richtig einstellen, weil weichzeichnen ist damit nicht. Ich kann aber einfach diese Bereiche ein bisschen breiter machen. So ungefähr bis da. Und jetzt sehe ich hier keine Übergänge mehr. Ich weiß, dass der Kontrast zum Gesamtbild jetzt auch ein bisschen runtergeflutscht ist. Das ist aber nicht schlimm, weil das kriegen wir wieder eingefangen. Das können wir nachher wieder mit drauf tun. Du hast die ganze Ebene weggeschmissen. Da ist nur ein Schachbrett. Danke, Harm. Jo, ich glaube, das hatte ich dann auch gerade gesehen. Ja, manchmal passiert sowas. Es ist manchmal einfach live. Okay. Damit bin ich eigentlich schon ganz einverstanden mit dem Bild. Das gefällt mir so schon ganz gut. Ich schaue mal gerade rein, zoome mal gerade hier auf 100% und schaue mir mal an, ob wir nicht irgendwelche Abrisse da drin haben, ob wir das wirklich nehmen können. Guck mir jetzt also an, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, weil ich werde alle weiteren Schritte werde ich auf diesem Bild basierend aufbauen und muss mir jetzt also anschauen, ob ich mir nicht gerade irgendwas hier ramponiere. Und was mir jetzt zum Beispiel gerade fehlt, schaut mal auf Ihre Nase. Da fehlt mir zum Beispiel der helle Bereich. Ich muss also hier ein bisschen noch Maske dran kleben, weil sonst komme ich nicht klar. Ich lasse das Ding mal an und nehme das mal hier als Übergang in meinen Hintergrund. Tu mir eine Maske hier mit dran, die setze ich diesmal auf weiß.
weil ich möchte, dass das Bild irgendwie überall wirkt. Nimm mir mein B wie Brush, mein Malwerkzeug und mal jetzt mal mit Schwarz dahin, wo ich nicht möchte, dass die obere Ebene wirkt. Also zum Beispiel in ihrem Gesicht hier. Wahrscheinlich hier auch auf dem Schlüsselbein, genau, da ist es nämlich auch hier. Es macht das ganze Bild jetzt ein bisschen dunkler. Das Ziehen und Schieben ist jetzt gerade schon ein bisschen rechenaufwendig hier, sehe ich gerade. Mal schauen, wie es auf dem Arm hier aussieht. Ja, da bewegt sich nicht so viel. Die ganzen hellen Bereiche sind hier manchmal so ein bisschen jetzt ausgesperrt, weil ich jetzt halt weit hier reingefahren bin. Und die hole ich mir jetzt einfach mit dem Brush zurück. So ist es aber weniger Arbeit, das zu machen, als wenn ich jetzt gerade hier so in den Haaren rummalen muss, wo es dann nachher wirklich dann dazu führt, dass ich hier wirklich sehr präzise Masken malen muss. Und so komme ich um diesen ganzen Maskenmalkrempel rum. Und ihr seht jetzt gerade, hier hole ich jetzt einfach gerade mit diesem, dadurch, dass ich jetzt das untere Bild hier wieder rausziehe, hole ich jetzt hier relativ einfach die Highlights in den Haaren zurück, ohne dass ich jetzt darüber nachdenken muss, oh Mist, wo sind denn die jetzt oder wie kriege ich die jetzt hier hin? Ich kann hier einfach jetzt also drüber malen und ja, hier sieht so ein bisschen nach einem Tonabriss aus. Wahrscheinlich, nee, auf den Beinen werden wir das wahrscheinlich nicht haben. Okay, das gefällt mir so eigentlich schon ganz gut. Scheiß Latenz, ich war schneller. Okay, Frage in die Runde, seid ihr einverstanden damit? Ich rate mal, ihr seid. Ich hoffe, dass ihr seid, weil das ist so eigentlich eine ganz gute Basis schon damit. Also was wir vorher hatten, da ist der ausgefranste Himmel. Und jetzt haben wir Himmel zurückgeholt. Oh, ich sehe gerade, hier unten können wir da noch ein bisschen was mit retten, wenn wir hier einfach auf dem Boden, da verlieren wir nämlich gerade Detail mit, wenn ich hier einfach auf dem Boden noch so ein bisschen davon reinmale, dann stört das nicht. Ich kann hier also praktisch übers Bein malen, kann hier so reinmalen, kann hier noch so ein bisschen draufmalen. Jetzt haben wir da auch ein bisschen mehr Detail. Andy ist happy. Ich hoffe, dass ihr das alles jetzt seid. Warte mal, mal gucken, was der Typ hier. Ne, da kommt nichts mehr raus. Das ist alles so gut. Gut, okay. Ich tue jetzt was Schlimmes. Ich tue jetzt wirklich was Schlimmes. Etwas, was ich eigentlich versuche immer zu vermeiden, weil ich verrechne jetzt die beiden Ebenen zusammen, weil wir brauchen die ganzen Folgeberechnungen, brauchen wir eigentlich auf der Basis von auf diesen Ebenen. Für mich bedeutet das eigentlich immer, ich komme nie wieder hierhin zurück, dass ich das hier auseinandernehmen kann. Ich bin also jetzt allen weiteren Prozess werde ich auf diesem Bild aufbauen. Wo ihr könnt, vermeidet das. Ihr könnt natürlich jetzt hingehen und sagen, oh, dann schmeiße ich ein Smart-Objekt rein, das kann ich ja immer dafür nehmen. Smart-Objekte sind manchmal nur ein bisschen pingelig, wenn es dann um Verrechnungsmodi geht. Vielleicht ist das ein CS6-Ding, kann sein, dass es in der CC nicht mehr so ist. Ich gehe jetzt auf jeden Fall hin und drücke mal gerade Shift-Steuerung E, reduziere den ganzen Klumpatsch auf Hintergrund und habe jetzt praktisch das hier als Ausgangsbild zum weiteren Bearbeiten. Okay, das Erste, was wir machen können, bevor wir jetzt irgendwie hier rangehen und mit Saskia noch ein bisschen zu retuschen, ist, dass wir uns hier das Mannequin da anschauen. Das Mannequin, das war jetzt typisch Düsseldorf war das jetzt gerade. Ich zoome mal einen Schritt rein und ich glaube, ich mag mich auf Photoshop verlassen. Ich habe da nämlich eine Ahnung, dass das ziemlich gut geht. Ich nehme mal das Lasso. L, wie Lasso, kann man sich merken, ne? Ohne irgendwie eine Tastenkombination dabei. Markier mal grob, wo das Mannequin lang geht. Schon wieder das Mannequin. Ah, was ist denn heute los? Ja, du hättest richtig. Harm sagt gerade, Shift-Steuerung Alt-E hättest du auch drücken können. Aber da ich nur zwei Ebenen habe, ist es egal. Da kann ich das auch mit Shift-Steuerung E, kann ich das dann auch machen, das Ganze zusammenzufügen. Das geht auch. So, und was ich jetzt tue, ich möchte das Ganze inhaltsbasiert füllen. Shift festhalten, habt ihr gerade klackern gehört, und Backspace drücken. Fläche füllen. Gibt es auch irgendwo hier in den Menüs? Ich merke mir das nicht, wo die Dinger im Menü sind. Ich merke mir Shift Backspace für Fläche füllen. Hier drin kann ich Vordergrund, Hintergrund, Farbe blablabla auswählen. Oder ich wähle halt, und das ist für uns jetzt das Interessante, inhaltsbasiert. Inhaltsbasiert, das erkläre ich jetzt, während Photoshop jetzt denkt. Oh je, dem habe ich jetzt aber Hausaufgaben gegeben. Photoshop rechnet jetzt gerade drumherum und sagt von wegen, okay, da möchte mein User jetzt etwas Neues drin sehen und er möchte irgendwas sehen, was ähnlich aussieht wie der Hintergrund. Und wahrscheinlich will er nicht das sehen, was da jetzt gerade drin ist. Sprich, das Mannequin, um wieder das Wort zu nehmen. Und Photoshop geht jetzt hin und fügt, ja, er macht das tatsächlich jetzt alleine. Harm fragt das gerade. Rechnet das jetzt gerade komplett selbst aus. Du musst es nur maskieren. Das Doofe ist, du hast auch keine großartige Kontrolle drüber, weil du hast gerade gesehen, es gibt keine Parameter hier dran, wo ich jetzt irgendwie sagen könnte, nimm mal mehr davon. Kann ich hier nicht machen. Hier kann ich also wirklich nur setzen, rechnen lassen, hoffen.
hofft mal mit mir. Drückt mal alle mit die Daumen, dass das vernünftig da rausgeht. Weil dieses Ergebnis ist, wenn es funktioniert, ist schon eigentlich immer sehr erstaunlich. So wie jetzt gerade. Warte, ich werfe mal gerade die Auswahl weg. Es ist nicht perfekt. Es ist lange nicht perfekt. Das wissen wir auch, weil hier ist so ein komischer Abriss. Aber das hier ist irgendwie hier rüber gewandert, aber gleichzeitig hat er hier sich andere Sachen noch dabei gegriffen. Und das hier kann ich jetzt relativ einfach, jetzt einfach mit ein bisschen Stempeln, S wie Stamp, kann ich jetzt einfach mir, das ist jetzt Pastellmalerei, ist das jetzt. Ich hole mir jetzt hier so ein bisschen Busch, hole ich mir jetzt hier und male jetzt mal hier so drüber. La 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 la. Um da jetzt einfach mal was drauf zu haben. Oder hole ich jetzt gerade Himmel mit drauf? Nee, das ist leider keine Ebene. Das ist der große Nachteil bei diesem Ding. Das funktioniert nämlich nicht vernünftig auf Ebenen. Das mache ich jetzt alles gerade, ihr seht es gerade, alles im Hintergrund. Ausnahmefall. Solche Dinge mache ich tatsächlich dann auch auf dem Hintergrund, weil ich weiß, muss ich jetzt ran. Das sind ja gerade so Teile, wo man eigentlich sagt, von wegen, hey, wir machen jetzt Ebenen Sinn. Weil, wenn du das morgen, wenn ich das Ding morgen früh aufmache und drauf gucke und denke, ach du Scheiße, was habe ich denn da gebaut? Darf man ach du Scheiße auf Twitch sagen? Wahrscheinlich darf man das, ich habe das gerade gesagt. Dann möchte ich ja vielleicht da nochmal was dran machen, weil gerade diese Klamotten, die wären ja was zum nochmal rausbauen. Hier nehme ich jetzt gerade mal in Kauf, dass das so ist. Manchmal musst du das einfach so tun. Und hier musst du dann auch immer mal sehen, ihr kennt jetzt das AB, ihr seht jetzt, wie es gemacht wird. Start jetzt also gerade in diese Ecke, wo es jetzt hier gerade, wo ich jetzt gerade drauf rumgemalt habe. Normalerweise, derjenige, der das Bild normalerweise anschaut, der wird ja hoffentlich mehr auf Saskia schauen, als auf den kreierten Hintergrund hier hinten, den wir jetzt uns gerade ausgedacht haben. Oder den Photoshop uns. den Photoshop uns da gebaut hat. Was das seht, machst du es trotzdem. Ja, ich bin so. Also macht einfach nicht nach, was ich hier gerade tue. Ich glaube, damit kämen wir durch. Also ich würde, wenn ich das Bild nicht kennen würde, glaube ich nicht, dass ich darauf kommen würde, dass da mal irgendwas anderes gewesen ist. Glaube ich. Ja, schade. Ich kann euch jetzt leider kein Vorher-Nachher mehr zeigen. Ihr habt es gerade mal kurz beim Aufflackern gesehen. Du kannst beim Stempel Shift halten, dann siehst du, was dahin klont. Das macht er hier sowieso. Wenn ich hier also, warte mal, ich nehme mal Saskias Gesicht, halte Alt fest, um die Quelle aufzuwählen. Und wenn ich hier drüber gehe, dann seht ihr, da grinsen jetzt überall die Saskia aus den Büschen an. Das macht er sowieso. Ich glaube, das müsste auch bei euch jetzt auftauchen. Den Shift festhalte. Passiert gar nichts jetzt bei mir. Also der normale Stempel, das normale Stempeltool tut da jetzt gar nichts dran. Jo. Ja, könnt ihr mal sehen. Die erste halbe Stunde ist rum und wir haben eigentlich gerade nur Hintergrund neu gebaut und haben so ein bisschen dran rumgemalt und haben so ein bisschen dran rumgezuppelt. Eine Sache mache ich noch, bevor wir jetzt wirklich rangehen und daher in die Retusche gehen. Alter Trick, und der ist wirklich gemein und der ist so einfach und so naheliegend, dass man eigentlich sofort sagt, jo, das kann man eigentlich jedes Mal machen. Ihr habt jetzt hier so ein Model, was da so steht. Und das sieht eigentlich alles schon ganz vernünftig aus. Was der aber immer ganz gut tun würde, wenn man die jetzt einfach nochmal ein Stückchen größer macht. Das schadet eigentlich nie. Und ich mache das hier jetzt gerade ganz primitiv. Ich habe Steuerung T gewählt, transformieren, freies Transformieren. Und mache das ganze Ding jetzt einfach noch ein paar Pixel größer. Dadurch wirken die Beine, die ja hier schon extrem lang drauf sind, wirken nochmal ein bisschen länger. Und wenn ich jetzt den Vorher-Nachher hier sehe, denke ich jedes Mal, das sieht schon beinahe gedrungen aus. Wenn ihr dem Mädel also was Gutes tun wollt und sagt von wegen, oh, das ist schon eine hübsche Figur und lange Beine können nie lang genug sein. Also, oh, da grinst uns Saskia immer noch an. Warte mal, ich mach das mal weg. Könnt ihr also tatsächlich nochmal hingehen und wirklich ganz primitiv, Steuerung T, transformieren. Ich muss jetzt gerade den Chat mitlesen. Aber die hat doch schon schwarz an. Ja, die hat schon schwarz an und sieht auch gut da drin aus, finde ich. Also, ja, kleidet sie, die junge Frau. So, und nochmal weggucken. Ich mache jetzt wieder das, was ihr ja normalerweise nie tun sollt. Ich reduziere nämlich jetzt nochmal auf Hintergrundsteuerung E. Und habe jetzt diese beiden eben zusammengeführt. Hab jetzt endlich mal ein Bild, mit dem wir arbeiten können. Juhu. Okay. So viel werden wir hier gar nicht dran tun müssen, weil es ist eine tolle Haut, ist es. Ich fahre mal gerade auf 100%. Und zoomen uns mal gerade hier so auf die Saskia ran. Wir probieren mal aus, ob es wirkt, wenn wir die ein bisschen scharf zeichnen. Damit können wir wahrscheinlich wenigstens hier um die Augen noch ein bisschen was bewegen. Dazu nehme ich meine Aktion hier oben, die USM Unscharf maskieren, Automask.
Die Leute, die öfter schon mal zugeguckt haben, kennen das Ding. Das versucht nämlich gerade jetzt automatisch eine Maske zu generieren, was mehr oder weniger erfolgreich funktioniert. Also was hier im Hintergrund passiert, die Maske wird eigentlich über die Konturen ausgerechnet. Es ist ein Hochpass, ist es eigentlich, was dann da drin ist und was dann kräftig weich gezeichnet wird. Deshalb braucht dieser Prozess jetzt hier auch unendlich, bis es hier irgendwann in den Quark kommt. Ja, und das mit dem Rauschen habe ich auch eben gesehen. Das kommt wahrscheinlich daher, nee, das kann echt gar nicht daherkommen, weil wir haben ISO 50 eben als Ausgabe gehabt und ich habe das eigentlich nur zwei Blendenstufen gepusht. Also ich bin auch ein bisschen irritiert, dass die Sony da so rauschig ist. Bei ISO 50 hätte ich eigentlich gesagt, oh, das ist 100% alles völlig smooth. Aber gerade hier so im Kleid habe ich jetzt eben auch gedacht, das ist ein bisschen viel Chroma-Rauschen drin. Hätte man im RAW filtern können. Das Doofe ist, wir kommen ja jetzt nie wieder hin vernünftig zurück. Ich lasse das jetzt mal so stehen, weil wir haben jetzt da sowieso keine großartige Chance, dahin zurückzukommen. Ich habe es eben beim RAW, habe ich es kurz bemerkt, habe dann aber weitergeschaltet und habe nicht mehr drüber nachgedacht. Okay, ich fahre mal gerade raus. Habe hier jetzt unseren Harm schreibt gerade wieder, war das nicht ISO 150? Ich meine, ich hätte ISO 50 gesehen. Kann ich dir das zeigen? Warte mal. Kann ich dir zeigen? Guck mal hier. Brennweite war 150 und ISO 100, sagt es hier. Ich meine, im Camera Raw hätte ich ISO 50 gesehen. Na gut, aber auch ISO 100 wäre normalerweise. Bei der anderen Kamerafirma, die ich da besser kenne, würde ich sagen, ist das rauschfreier. Kann sein. Weiß ich nicht. Könnte sein. Okay, ich zeige euch mal gerade, was hier mein sag es, Konturenfilter hier rausgeguckt hat. Und das gefällt mir ja gerade gar nicht, weil hier ist eigentlich schon viel zu viel Gedöns drauf. Ich möchte nicht mehr Konturen hier im Hintergrund haben, der ist unscharf. Hier seht ihr übrigens, wo ich gemalt habe. Was das Ding alles hier rausfiltert. Die Konturen hier auf dem Arm gefallen mir auch nicht. Also was ich jetzt hier mache, das Ding kann ich einfach nur löschen. Dazu fülle ich das einfach mit der Vordergrundfarbe. Das ist, lasst mich gucken. Alt Backspace und ist mit der Vordergrundfarbe gefüllt, also mit Schwatt. So, ich möchte den Scharfzeichner, möchte ich eigentlich nur an ganz strategischen Punkten haben und das sind eigentlich nicht viele. Komm her, du Feigling. Brush für ein Zeichenwerkzeug. Ich mache das mal ein bisschen kleiner und mal der Guten mal gerade über die Augen. Damit müssten wir die Augen ein bisschen präziser hinkriegen, ein bisschen strahlender hinkriegen, ein bisschen definierter hinkriegen. Das sollte man dann auch raffinierterweise mit Weiß machen, damit es wirkt. Jetzt haben wir das mit Weiß gemacht. Jetzt ist es hier nicht drauf. Was habe ich denn jetzt gerade falsch gemacht? Also heute ist nicht mein bester Photoshop-Tag. Ich bitte das zu entschuldigen. Ach ja, guck mal hier. Wahrscheinlich habe ich aufs Bild selbst gemalt. Das ist natürlich extrem unpraktisch. Aber dafür gibt es das Protokoll. Wer das noch nicht kennt oder wer die Ebene hier nicht anhat mit dem Protokoll, der verpasst was. Weil hier landen die ganzen Pinselstriche drin. Die kann ich jetzt mal gerade hier raustun. Und jetzt kann ich hier drüber malen und ich sehe jetzt sehe ich auch, dass sich die Schärfe ändert. Können mal gerade noch ein Stück reinzoomen. Und gucken, vorher, nachher. Und jetzt habt ihr das große Problem, Rauschen. Hier ist es mal schön deutlich zu sehen. Ich glaube, das kann man auch auf Twitch vernünftig sehen. Scharf zeichnen zieht auch immer das Rauschen mit drauf. Ich mache nochmal vorher. Achtet mal genau aufs Auge. Nicht mehr schön, ne? Okay, was ich hier jetzt machen kann, ich möchte ein bisschen mehr Kontur in der Iris selbst sehen. Ich nehme das Ganze ums Auge rum, nehme ich es mal ein bisschen zurück und hoffe drauf, dass ich damit durchkomme. Also, das ist so ein Bild, was ihr auf keinen Fall irgendwie in riesengroß vergrößern könnt, weil es einfach viel zu körnig sein wird. Okay, ich möchte noch ein bisschen mehr Grundstruktur versuchen, in die Haare reinzukriegen, ohne dass die mir auch anfangen, wie blöde zu rauschen. Sieht nicht aus. Hier ist jetzt eigentlich schon beinahe eine Grundsatzentscheidung gefragt. Will man das überhaupt schärfen? Ich glaube nicht. Also wenn ich jetzt hier vorstehen würde und es wäre mein Bild und ich müsste hier durch, würde ich sagen, ich schärfe das erst gar nicht, weil ich riskiere eigentlich viel. Ich fange mir mit dem Rauschen, fange ich mir viel mehr so Probleme ein, als dass es das Schärfen selbst wirklich hier besser macht. Deshalb habe ich jetzt gerade die Ebene einfach weggeschmissen und gehe jetzt mal gerade in die übliche Retusch rein. Ja, komm her. So, das ist jetzt der übliche Punkt, wo jetzt ihr alle mal ein Bier holen gehen könnt und mir eins mitbringen könnt, weil ab hier wird es jetzt wieder langweilig, weil J, der Healing Brush,
Und ich male mal gerade über die Muttermale und die Pickelchen male ich jetzt gerade mal drüber. Davon gibt es hier jetzt nicht so viele. Und deshalb werden wir ja auch relativ zeitig mit durch sein. Deshalb wirklich nur kurz Bier holen gehen. Wir sind gleich wieder dabei, wo es wieder interessanter wird. Ihr kennt meine Meinung dazu, Frequenztrennung, um Gottes Willen jetzt noch nicht, weil ich würde das immer erst vorher tun. Oh, ich lese nicht mehr mit. Was habe ich alles gerade verpasst? Du könntest mit einem Hochpass mehr Glück haben, was das Rauschen angeht. Ja, hast du recht mit. Bloß ich werde hier denke ich, müsste man, wäre der Prozess andersrum, dass man das Rauschen im Camera-Raw-Converter erst korrigiert, das also darin weicher macht. Das Problem ist mit dem Rauschenfiltern, es ist immer eine Krücke. Die sind mittlerweile schon sehr, sehr gut, aber du hast halt immer, es geht ja nicht anders. Die können ja nichts anders sein als ein Weichzeichner. Also es ist ein sehr intelligenter Weichzeichner, der versucht halt Kontraste zu behalten, beziehungsweise Konturen überzulassen. Aber es ist immer ein Krux. Also wenn ihr es könnt, belichtet es einfach direkt richtig, weil wenn es so rauschig wird, wie wir das jetzt hier gerade haben, guck mal hier auf dem schwarzen Kleid. Ich meine, da kriegen wir gleich noch was eingefangen. Wir werden gleich den Kontrast einfach raufdrehen und damit versumpft das Kleid alles so ein bisschen. Da ist das alles schon nicht mehr ganz so tragisch. Und auf den High Heels, auf den Stockings muss ich wahrscheinlich gar nichts machen. Das sieht alles vernünftig aus. Der Andy sagt gerade, die Sony ist bis ISO 800 rauschfrei. Kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich habe jetzt also keine Einstellung daran so gemacht, dass ich sagen würde, oh, das würde ich nicht mit meinen Bildern normalerweise auch machen. Weil ich bin eigentlich auch eher ein Fan bei sowas. Bei diesem Himmel werde ich immer so belichtet oder ich hätte annähernd so belichtet, wie du das hier getan hast, weil ich würde Himmel behalten wollen. Ich riskiere also lieber, dass ich im Bild zwei Blendenstufen drunter habe. Wenn ich sage, das Rauschen ist der Stoff. Nein. Ich würde also hier auch immer so belichten, dass ich hier lieber zwei Blendenstufen drunter liege, weil ich weiß, das kann ich in Photoshop pushen, ohne dass es jetzt irgendwie wirklich aufdreht oder dass es so auseinanderfräselt. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wo das hergekommen ist. Ich schaue mir das RAW vielleicht noch mal in einer stillen Stunde an, wo es das macht jetzt gerade hier jetzt gerade gar keinen Sinn, das hier jetzt zu tun, weil das ist jetzt tiefe Analyse. Okay, ich male hier gerade noch mal so ein bisschen unterm Äuglein rum. Also was ich bei Saskia echt erstaunlich fand, normalerweise habe ich hier, ist das für die Models eigentlich immer eine Problemzone. Hier unterm Auge, da male ich mir eigentlich immer einen Wolf mit, weil normalerweise ist das dann immer so eine Haut, wo du sagst, okay, da muss ich jetzt noch mal wirklich was dran tun und hier ist das völlig glatt. Und das liegt jetzt nicht an der Kamera oder nicht an komisch fotografiert. Das ist bei ihr tatsächlich so gewesen. Ich habe da hingeguckt und habe gedacht, boah, wie cool ist das denn? Also Jungs, Saskia anschreiben, sagen von wegen, hey, lass uns Fotos machen, weil tolle Haut. Hamza gerade, man hätte ja auch einen Aufsteckblitz nehmen können, aber hinterher ist man immer schlauer. Ja, der hätte dich jetzt, der Aufsteckblitz hierfür, der macht dann ein sehr, sehr hartes Licht und wir haben einen riesen Porti bei gehabt. Wir müssen hierzu eigentlich auch gestehen, das war jetzt ganz am Schluss von der ganzen Szene und wir waren eigentlich alle gerade schon hungrig, weil wir den ganzen Tag über Steaks geredet haben und wir wollten eigentlich nur noch was essen gehen und ich habe dann alle dahingescheucht, habe gesagt, guck mal hier, ist auch noch eine tolle Szene und alle so, na oh, gar gut, dann gehen wir da doch mal hin. Und wir haben hier, ich stehe, Moment, wo stehe ich denn? Ich stehe hier gerade auf der rechten Seite, hier stehe ich gerade rum und halte hier tatsächlich noch einen Reflektor der armen Saskia ins Gesicht, wobei das echt furchtbar war, weil wir hatten so viel Licht an diesem Tag da drauf und Reflektoren sind ja immer gemein. Wenn du die ins Gesicht kriegst, das ist immer furchtbar, ist das. Ich weiß, Aufhell, ich weiß, da habe ich alles verstanden haben. Ich würde hier aber, ja, ist ein Bildstil, ist das halt. Wenn man hier sagt, von wegen, hey, möchte ich haben, kann man das durchaus tun, dass man hier sagt, wir packen hier noch einen Blitz drauf. Blitz. Hätten wir sogar da gehabt, aber wie gesagt, Steak. Wir hatten ja gerade alles schon irgendwie Kohldampf. Okay, ich habe jetzt die Basishaut gebaut. Das ist auch gar nicht viel. Also, wenn ich jetzt hier ins Gesicht schaue, während ich hier so mit euch rede, kann ich das ja immer so machen. Da hat sich jetzt auch nicht viel bei getan. Das ist also vorher, nachher ist jetzt gar nicht so gewaltig. Ich probiere mal gerade aus, was mein Portraiture davon hält. Das ist ja mein Lieblingsfilter dafür. Im Gegensatz zur Frequenztrennung. Wobei es eigentlich Blödsinn bei Portraiture intern auch eine Frequenztrennung fährt. Ach du Scheiße. Das habe ich jetzt aber lang nicht mehr gehabt. Ja. Ich glaube, heute ist Photoshop mal sehr, sehr schnell zu Ende, weil mir fällt gerade mein Photoshop auf die Nase. Hier bin ich jetzt gerade komplett rausgeflogen.
Ich probiere jetzt mal gerade, ob Photoshop das hinkriegt, das ganze Ding zu restaurieren. Wenn nämlich jetzt nicht, dann werde ich jetzt, habe ich jetzt ein Problem, weil das, was ich jetzt gebaut habe, wird Zeit brauchen, das wieder herzustellen. Und Photoshop kommt nicht zu mir zurück. Kommst du zu mir zurück und sagst, ich habe noch ein Bild. Jetzt sagt noch einer, Adobe wäre nicht geil. Ne? Also, es ist nicht wirklich die letzte Version. Wir sind hinterm Schärfen, sind wir hier gerade. Aber das kriege ich jetzt relativ schnell gemalt. Leute, habt ihr gut gemacht bei Adobe, weil ich hätte jetzt da. Das wäre jetzt wirklich gemein gewesen, das nochmal zu malen. War doch nur eine knappe Stunde, sagt der Ham, ja. Genau so. Okay, ich male jetzt hier nochmal ganz schnell drüber, damit ich meine Basishaut hier hingekriegt habe. Das ist mir lange nicht mehr passiert, dass sowas absäuft. Also, das habe ich lange nicht mehr gehabt, weil die Photoshop Suite ist ja wirklich eins der robustesten Produkte. Und das ist auch wichtig, gerade wenn ihr also hier 2 Stunden Zeug reingemalt habt. Ich habe das früher gehabt, dass man so gesagt hat: Um Gottes Willen, wenn du was Schlimmes gemacht hast oder so, speicher um Gottes Willen. Mittlerweile ist das eigentlich sehr, sehr robust geworden. Ja, so, wenn man nicht gerade Photoshop live macht. Passiert immer nur, wenn man irgendwas live auf hat. Annie sagt gerade, ich ärgere mich, dass das nicht schärfer ist. Das ist Blende 2.8, ne? Blende 2.8 ist halt immer so ein Ding, wo du sagst, von wegen, okay, ist spannend, aber kann dir halt auch, führt dann auch zu sowas, weil die Optik kann hier einfach nicht mehr. Du fährst, das Objektiv fährst du in einer Extremposition. Du hast sowieso das Zoom rausgefahren und du hast jetzt hier noch bei Blende 2.8. Das heißt, die Optik steht ja tatsächlich gerade in zwei Extremen und da ist kein Zoom richtig knackig. Also, das ist jetzt auch nicht bei den Nikon-Zooms jetzt irgendwie wirklich anders. Wenn du das mit denen machst, also für People würde man eigentlich immer sagen, wie hieß das Ding, fotografierst du Mensch oder Tier und Tier nimmst du Blende 4. Bla. Andy sagt gerade, ich wollte das mit dem Hintergrund freistellen. Ja, hast recht mit. Ist auch genau die Idee dazu. Und das hat sich ja auch hier an den Füßen, haben wir das ja eben gesehen, dass das auch prima aussah. Aber ja, wahrscheinlich ist es hierfür jetzt einfach, ne, das ist das, was man so sagen, irgendwo mit seinen Objektiven lernt. Du musst deine Objektive dafür auch kennen, um zu wissen, von wegen, hey, das kann ich mit dem Ding tun. Upsa, zum Beispiel sollte man das nicht mit so einem Ding, mit seinem Photoshop tun. Ich male hier jetzt gerade noch so, ich habe es heute aber. Komm her, ich erzähle zu viel dabei, weil ich jetzt gerade im Kopf überlege, wie ich euch das erkläre mit den Objektiven. Hierbei ist es also tatsächlich so, dass du da, wenn du deine Objektive dazu kennst, dann weißt du wegen, okay, das kann ich dir nicht zumuten. Vermeide Extreme. Ich muss mal wieder ein bisschen mitlesen. Ich wollte den Hintergrund freistellen. Das war der Scheiß-Modus, der Scheiß-A-Modus mit dem schnelleren Belichtungszeit um die 4000 wäre das Foto anders im. Da fehlt mir der halbe Satz irgendwie dabei. Ham sagt, machst du 300 F4, hast du auch eine Freistellung. Ja, 2.8 ist da schon eine andere Nummer. Ich würde hier aber auch eher für Schärfe plädieren, als jetzt für wirklich ganz aufgerissene Blende. Ganz offenblendig ist manchmal wirklich kritisch. Und ich glaube, du hast gesagt, das war ein Tamron. Ein Tamron würde ich jetzt vielleicht auch da jetzt nicht zu den offenblendigen Objektiven rechnen. Ich meine, 2.8er ist natürlich immer schon eine Hausnummer. Aber hiernach weißt du eigentlich, das Tamron solltest du nicht auf 2.8 fahren. Das macht keinen Sinn. Lieber abgeblendet, also Blende 4 ist ja auf jeden Fall ein sinnvoller Ansatz. So, habe ich denn jetzt hier alle Haut so im Griff? Das haben wir ja genau richtig gemacht. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich drücke mal gerade Speichern und leg mir das Ding hier jetzt gerade mal plupp wiederhergestellt. Leg mir das jetzt gerade mal ab. Einfach, weil ich jetzt gerade feige bin. Muss jetzt gerade mal schauen, ob mein Save-Prozess hier noch unterwegs ist. Okay, es hat gespeichert. Dann probiere ich jetzt nochmal meinen Portraiture auf. Plupp. Mach jetzt keinen Mist mit mir hier. Ja, so war's gedacht, so war's gedacht. Portraiture, der Hautweichmacher. Wenn ich das Model so erzähle, dann sage ich immer, jetzt kriegst du ein bisschen digitale Haut mit dabei. Ich kann ja mal gerade reinzoomen, ich gehe jetzt auch mal gerade auf 100% hier drin. Und da kann man, wenn man hier die Sachen bewegt, dann kann man hier relativ deutlich drin sehen, was es denn tut. Und es rechnet jetzt gerade und fliegt mir wahrscheinlich gleich wieder um die Ohren, pass auf.
100%. Und da war gerade ziemlich deutlich zu sehen. Jetzt seht ihr das Original, wenn ich die Maustaste loslasse, Klicks, dann seht ihr, was es draus macht. Ne, also das macht das also schon gehörig weich. Und hier ist das große Problem mit diesen ganzen Weichmachen. Hier in Haaren ist es zum Beispiel gerade super deutlich, weil das Ding kennt keinen Unterschied zwischen Haut und Haaren. Das nimmt einfach alles mit. Haut und Haare sozusagen. Und wenn ihr sowas nutzt, immer mit einer Maske dran. Meine Aktion, die jetzt hier im Hintergrund gerade läuft, die weiß, dass ich da gleich eine Maske dran haben möchte. Deshalb legt die mir die automatisch mit an. Ich bin aber sowas eine faule Sau, weil ich finde immer so, solche Sachen, die will ich nicht jedes Mal klicken müssen, sondern das kann ich alles in der Aktion zusammenschieben. Ham sagt gerade, mit einer 2,8 auf 4 ist gar nicht so ein Riesenunterschied, das ist nicht linear, das ist korrekt. Aber mit einer 4er Blende, das wäre schon schärfer. Das ist tatsächlich nicht linear. Und gerade deshalb ist es eigentlich da interessant. Jo, Andi lag auf dem Boden. Kann ich bestätigen. Mindestens 10 Meter, 10 Meter weiter weg. Habe ich auch gesehen. Sieht man im Test ganz gut. Und Hamal versucht es gerade, einen Link zu schicken. Und das hatten wir letztens schon mal, dass hier irgendwie keine Link hier nicht durchgehen. Facebook würde ich da empfehlen. Und vielleicht kriegen wir auch mal eine bessere Plattform als dieses Twitch-Gedöns, weil so ganz so happy bin ich mit dem Flash-Krempel auch nicht dabei. Okay, lasst mich mal gerade noch ein bisschen retuschen, damit wir hier auch mal weiterkommen. Ihr seht schon, das ist eine schwarze Maske, das heißt, das wirkt jetzt gerade gar nicht. Ich nehme mir mal gerade unsere Maske hier, damit ich sehe, wo ich unterwegs bin. Jetzt habe ich die Maske also gerade sichtbar gemacht und da die schwarz ist, ist sie jetzt überall eingefärbt. Jetzt nehme ich mir einen ganz normalen Malpinsel. Der, ja klar, das war der Crash jetzt gerade, der darf jetzt auch wieder auf die normale Einstellung rüber. Und jetzt kann ich hier anfangen, mal gerade die Haut nachzumalen. Und ich male jetzt auch wirklich nur die Haut nach. Ham sagt gerade, kein Rockwell-Test von 70-204 F4. Da hat man ein Vergleichsbild, schickt dir gerade mal in Facebook, dass es ein Bild im Vollmodus war. Okay. Ich male in der Zeit hier mal gerade weiter. Ich finde, das ist gerade eine sehr, sehr spannende Diskussion, die er da gerade macht. Ich habe ja gerade schon gesagt, wenn jemand mit der Saskia fotografieren möchte, kann ich das also nur empfehlen. Für die nächste Woche wäre gerade, also wer jetzt mal gerade noch sagt, von den Kennern Fotografen, der vielleicht mal in dieses Format reinpassen würde, das würde ich glatt auch nehmen. Ich frage jetzt mal gerade so ein bisschen hier in die Runde rum, wenn ihr also noch jemanden kennt, wo er sagt, von den, ach, guck mal hier, den Armin, können wir ja, das wäre mal was, diesen Fotografen hier mit dem Armin zusammenzubringen, immer bitte tun, weil. Ja, das macht doch Spaß, hier andere Leute drin zu sehen. Ich glaube, das ist für euch auch immer spannend zu sagen, jetzt sehe ich mal, wie andere Leute das fotografieren. Wir kochen da alle nur mit Wasser. Also Fotografen untereinander, ne, das ist eigentlich das Schöne hierbei, dass man hier immer so sehen kann, von wegen, hey, kein Problem, wir machen das eigentlich alle gleich. Wir kämpfen alle mit denselben technischen Macken unseres Equipments. Wir sind alle bei denselben Sorgen irgendwie dabei. Und das macht das eigentlich hier alles interessant. Und ich finde auch, es ist ein sehr, sehr schöner Umgangston mit uns. Und so, okay. Hier habe ich ja tatsächlich mal nicht viel drin zu malen. Andy, hast du gut, das Bild haben wir gut ausgesucht. Weil ich möchte jetzt hier tatsächlich auch nicht so wahnsinnig lange drin rummalen. Hier habe ich jetzt mal gerade jetzt über die Haut drüber gemalt. Ihr seht schon, im Gesicht sieht es jetzt also gerade wirklich extrem weich aus. Und wir schauen uns jetzt gleich mal an, wenn ich hier Mund und Augen ausmaskiert habe. Die möchte ich ja gerade nicht weich zeichnen. Vielleicht möchte ich auch nicht die Wimper, nee, Augenbraue ist das Ding. Ich werfe das immer durcheinander. Die möchte ich vielleicht auch nicht weich zeichnen. Deshalb hole ich mir die jetzt mal wieder rauf. Und dann schauen wir uns mal das Gesicht hier an. Okay, ich habe jetzt bei euch nicht mehr ganz mitgelesen. Ihr sagt, ihr seid jetzt gerade bei Ken Rockwell seid ihr gerade. Und von dem Typen kannst du halten, was du willst. Wirkt schärfer, ist allerdings bei der Auflösung auch nicht so kritisch. Rauscht aber auch etwas. Ah, okay, ihr seid jetzt gerade da unter euch am Diskutieren. Gut, prima. Ich male in der Zeit mal so ein bisschen Bilder hier. Hier habe ich jetzt über der Haut hier drüber liegen, habe ich jetzt den Portraiture-Filter. Und ich finde, er ist jetzt gerade genau das Richtige für das Gesicht, weil er lässt mir hier genug Kontur da. Zum Beispiel hier bei den harten Kanten hier im Gesicht ist er eigentlich sehr, sehr angenehm. Auch hier unten auf der Fläche hier am Kinn ist er auch sehr angenehm. Und am Hals hier unten habe ich auch gerade gedacht, dass das eigentlich ein sehr, sehr schöner Anpack dazu ist.
So, dann haben wir hier eine ganz gute Ausgangsbasis. Was ich hier machen möchte, ich möchte hier noch ein bisschen Lichter und Schatten malen. Einige Leute sagen da Dodge and Burn zu und bei mir ist das eigentlich Lichter und Schatten malen, weil ich hier nichts anderes tue, als das, was wir schon im Bild haben, einfach nochmal stärker zu machen. Ich packe mal gerade unsere Retuschebene mit der Haut zusammen und dann das ganze Ding scannen. Da ist jetzt alles drin, was mit Haut zu tun hat. Und ich lese gerade wieder mit. Ich verstehe nicht, wieso. Ich habe Bilder mit ISO 16000 rauschfrei nachts. Das wird die Kamera updaten. Okay. Diskutiert ihr da unten mal weiter? Ich lese jetzt nur die Sachen vor, mit denen es ums Bild geht. genau. Ich wollte ein bisschen Lichter und Schatten malen. Das mache ich ganz einfach. Ich nehme mir einen normalen Pinsel, Baby Brush. Hol mir Schwarz-Weiß mit Default hier rauf. Ich will also gleich mit Weiß und Schwarz malen. Und ich male mit 5% Output. Mit einem Airbrush-Pinsel male ich hier nur. Natürlich auf einer neuen Ebene, aber jetzt sind wir ja wieder nicht destruktiv. Und ich möchte so ein paar Sachen raufholen. Ich möchte nämlich zum Beispiel hier das Gesicht ein bisschen besser konturieren. Ich finde, sie hat sich hier auf der Seite ein bisschen mehr Schatten verdient. Hier der Lichtfleck hier am Kinn darf ein bisschen deutlicher. Vielleicht folgen wir meiner Nasenlinie hier. Und ja, die Schlüsselbeine können wir auch ein bisschen deutlicher machen, um das mal also so ein bisschen schöner zu machen. Den Brush habe ich schon auf und ich male jetzt gerade mit Schwarz. Ich male hier nämlich jetzt erstmal einen Bart. Guck mal hier, hier kann ich das jetzt alles mal so ein bisschen dunkler malen. Der Trick hierbei ist der, wenn hier ein Schatten wäre, wäre ihr Gesicht schmaler, wäre mehr geformt. Und so lasse ich das natürlich nicht stehen. Weil ich gehe jetzt hin und sage jetzt ein weiches Licht da drauf. Und so lasse ich es immer noch nicht stehen, weil es sieht ja furchtbar aus. Aber was ich hier machen kann, ich kann dieses Ding, diese Ebene kann ich weich zeichnen. Hier sehe ich jetzt auch eine Vorschau hier drin, die kann ich hier drin erkennen. Und kann jetzt hier hingehen und sagen, okay, hier möchte ich jetzt so viel drin haben. Sag da mal okay zu. Und ich zeige euch jetzt noch nicht den Vorher-Nachher. Ich mache jetzt erstmal den ganzen Rest dazu. Ich male hier jetzt gerade mal mit den Lichtern. Dafür drücke ich X, weil ich möchte jetzt mit einem Weiß malen. Nehmen wir eine neue Ebene. Mal jetzt hier auf dem Kinn hat sie so einen Lichtfleck, den möchte ich stärker haben. Möchte hier die Bäckchen betonen, dass hier die Highlights auf den Wangen noch ein bisschen deutlicher werden. Folge jetzt mal der Nase hier so ein bisschen mit meinen Lichtern. Und ach, wenn ich gerade dabei bin, komm, ich male jetzt auch mal gerade hier auf den Schlüsselbeinen hier. Da und da. Das ist übrigens wieder eine Geschmackssache. Wenn Leute sagen, ach, ich finde so ausgeprägte Schlüsselbeine furchtbar, kenne ich auch Leute, dann macht man das natürlich nicht. Ist aber in eurem Ermessen, würde ich mal sagen. So, jetzt hat sie da so ein paar komische Kleckse im Gesicht. Ich tue das auch mal gerade aufs weiche Licht. Machen wir die noch ein bisschen weicher. Ich gucke mal gerade, wie viel ich hier brauche. Die Stärke des Weichzeichners, das gaussische Weichzeichner, die bestimmt ja immer danach, wie groß diese Flecke sind. Also das kann man nicht sagen. Wenn ihr jetzt also ein 36-Megapixel-Bild habt, malt da gerade aber ein Porträt geschossen oder so, dann werdet ihr mehr weichzeichnen, als wir das jetzt bei dem hier tun. Also 11 Pixel ist jetzt gerade schon wirklich wenig, was wir da gerade weichzeichnen müssen. Weil hier kann ich auch ein bisschen die Stärke mitregeln. Ihr seht gerade, wie deutlich das hier wird. Okay. Ich nehme die beiden mal und schiebe die jetzt mal in den Ordner und zeige euch mal den Vorher-Nachher dazu. Flaches Gesicht und auf einmal hat sie Konturen im Gesicht. Ich male hierfür nichts Neues. Ich baue jetzt also nicht hier wirklich was Neues, sondern die Lichter und Schatten sind schon da. Die werden einfach nur ein bisschen verstärkt. Das tut man bei dem Dingenskirchen, beim Dodge and Burn tut man das eigentlich auch. Ham sagt gerade, ich habe in einem anderen Tutorial gesehen, dass man Dodge and Burn in hellen, dunklen Farben auf dem Bild soll, statt mit Schwarz-Weiß, weil sonst die Sättigung Farbton ändert, macht Sinn für mich. Hab aber keine Vergleiche. Kannst du Turbo Dodge and Burn machen und mit unscharf maskieren und einem riesen Radius? Würde ich jetzt gerade nicht hier machen. Ich würde nämlich gerade noch zwei, drei Sachen mangeln. Ich habe euch einen automatischen Dodge and Burn mitgebracht, wenn ihr den gleich sehen wollt. Den könnte ich euch gleich zeigen. Für ganz langweilig. Ich würde es aber, ich finde, diese Geschichten, die muss man eigentlich selbst malen. Also, das kannst du schlecht einer Automatik überlassen, weil du ja hiermit auch Sachen neu formen kannst. Ich kann hier zum Beispiel mit Muskeln malen. Ich mache das mal gerade hiermit. Ich hole mir eine neue Ebene, greife mir hier einen Brush und male ihr hier. Ich möchte zum Beispiel die Schulter mehr definieren. Da möchte ich mehr Licht haben. Hier ist ein Muskel.
Hier ist ein bisschen Muskel, da ist ein bisschen Muskel, da ist ein bisschen Muskel. Hier kann ich jetzt dadurch, dass ich Highlights hier drauf male, mache ich die Form eigentlich deutlicher. Und ihr seht schon, ich male jetzt eigentlich wirklich sehr klecksig drauf. Male jetzt also nichts jetzt wirklich Präzises. Ihr könnt hier, wenn ihr die Größe ändert, könnt ihr damit nochmal Highlights praktisch mehr dosieren, könnt ihr hiermit machen. Sowas zum Beispiel. Okay, wenn ich das jetzt, ich schalte es mal gerade in den weichen, ins weiche Licht rüber. Und mache das Ganze mal ein bisschen weich und weich zeichne den ganzen Klumpatsch mal. Hier muss ich jetzt mehr machen, weil die Flächen sind jetzt größer. Sage dazu mal okay. Lasse das mal ein bisschen rechnen und zeige euch mal den Vorher-Nachher. Achtet mal nur auf den Arm. Der kann sogar noch ein bisschen weicher weich gezeichnet. Ein bisschen weicher gezeichnet werden sogar noch. Ich richte mich danach, dass ich das nicht mehr deutlich wahrnehme, wenn ich das hier einstelle. Rechne, rechne. Und wieder nur der Arm. Im Gesamteindruck, also jetzt alle zusammen. Gesicht und der Arm. Ja, kann man was mit anfangen. Okay, ihr wolltet den Turbo Dodge and Burn sehen, ne? Okay, der funktioniert eigentlich relativ einfach. Ich habe hier die Aktion dazu offen. Warte mal, ich mache die mal gerade, dass ihr sehen könnt, wie die funktioniert. Da ist er, Auto Dodge and Burn. Ich invertiere die Ebene, zeichne das ganze Ding weich und ändere den Einkopiermodus auf strahlendes Licht. Dann zeichne ich den ganzen Klumpatsch weich. Jetzt rechnet er draußen eine neue Ebene. Und diese neue Ebene stelle ich auf. Ach, weißt du was, ich lasse das doofe Ding jetzt einfach mal laufen. Warte, dafür brauche ich nämlich eigene freigestellte Ebene, wo alles drin gefügt ist. Und dann kann ich den hier abspielen. Wer die Aktionen haben möchte, bitte kurz Bescheid sagen. Die stelle ich jetzt nicht mehr irgendwie großartig ins Netz. Wer die haben möchte, schreibt mir kurz eine PM und ich schicke die gleich weiter oder schicke die nachher weiter. Hier ist kein normales Weichzeichen drin, sondern hier ist Matter machen drin, weil das hierfür eigentlich griffiger funktioniert. Und ich glaube jetzt, das wird auch in dieses Bild ganz gut reinpassen. Und ja, was kann ich in der Zwischenzeit erzählen? Wo kann ich denn drüber erzählen? Wir haben beim letzten Mal haben wir auch überlegt, dass wir sagen, wir wollen hier vielleicht noch eine Aktion draus machen, wo wir Photoshop Live Basics machen. Weil wir machen ja jetzt hier, ihr guckt mir jetzt gerade beim normalen Prozess zu und ich erkläre ja jetzt nicht wirklich wahnsinnig in die Tiefe hierbei. Ich habe also zum Beispiel nie darüber erklärt, warum Ebenen, wie Ebenen so. Und ich habe mir überlegt, dass wir das im 14-tägigen Rhythmus oder in den normalen Rhythmus reinbauen können. Wir können also hingehen, dass wir diese normale Photoshop Live, so wie sie jetzt laufen, dass wir die praktisch alle 4 Wochen machen. Und dazu, Quatsch, das ist also, wir machen alle 2 Wochen machen wir eine Sendung. Aber wir haben in den ersten 2 Wochen haben wir, ich fände Automatisierung spannender. Ja, warte, Harm, lass mich kurz zu Ende denken. Hier könnte man also hingehen, dass man an einer Folge macht, dass man wirklich Basics macht, also Ebenen, Aktionen und so ein Krempel. Das ist ja auch endlich, weil da gibt es ja so viel Basics, gibt es ja hier gar nicht drin. Und dass man die nächste Folge dann wieder ganz normal mit einem Fotografen, mit einem Gastfotografen macht. Was haltet ihr denn von so einer Idee? Und Variablen und Scripting lasse ich dich gerne selbst machen, weil das ist JavaScript und da weiß ich, dass der Harm da viel besser drin ist als ich. Weil ganz ehrlich, nutze das Ding hier zum Bildbearbeiten und ich bin jetzt nicht der wahnsinnige JavaScripter oder so. Für mich macht das also keinen Sinn, weil Photoshop eigentlich auch alles schon kann, was ich haben will. Ich muss da also gar nicht mehr so wahnsinnig dran rumskripteln. Ich freue mich ja drauf, wenn der Harm mir das mal machen würde. Kurzer Wink mit dem Soundpfahl. Ich leih dir auch das Mikro, wenn du haben willst. Ineinander kopieren ist jetzt gerade nicht wirklich gut durchgelaufen. Habe ich das denn jetzt hier alles richtig? Warte mal. War für den Stammtischvorschlag beim Knipser. Stimmt, richtig.
Okay, mein Dodge and Burn lässt mich hier gerade komplett im Nebel stehen. Weil das Matter machen habe ich jetzt hier drauf. Leute, ich würde das gerne kurz skippen, weil das ist jetzt gerade, bringt mich jetzt gerade hier aus dem Trott dabei. Machen wir in einer eigenen Folge, würde ich dazu empfehlen. Mist, jetzt habe ich das angekündigt, dann mache ich doch nicht. Es ist heute nicht die geilste Folge. Tut mir jetzt echt leid, Leute. Heute ist irgendwie nicht so ganz der geile Tag dafür. Das kann bei Live schon mal passieren, fürchte ich. Aber wir werden das beim nächsten Mal besser machen. Okay, ich lasse das hier bei Licht und Schatten stehen. Plup. Und fahre jetzt mal gerade hier aus dem ganzen Bild raus. Wir haben es größer gemacht, wir haben es eingestellt, wir haben Lichter und Schatten drauf gemalt. Die möchte ich mir gerade nochmal im Gesamt anschauen. Gefällt mir ganz gut. Was ich jetzt tun möchte, ich möchte jetzt noch ein bisschen selektiven Kontrast gerne machen. Ist ja auch nicht das beste Vorschlag. Ja, Foto. Andy, das ist ein gutes Bild. Also ich finde das Bild, die steht schön, du hast eine tolle Perspektive gewählt. Du hast diese Kurve hier mit drin. Ich finde, das ist also schon ein ziemlich geiles Bild. Also lass uns gerade nochmal hier das ganze Ding fertig machen. Und natürlich gibt es Gradationskurven natürlich. Was denn auch sonst, ne? War ja irgendwie klar. Ich fange mit dem Gesicht an, weil ich finde, ihre rechte Gesichtshälfte ist so ein bisschen arg duster hier dabei. Ich das hier so ein bisschen bei Pushe. Guck mal hier, ich gucke jetzt nur ins Gesicht, dann gefällt mir das Gesicht so schon mal besser. Ihr habt gerade gesehen, ich habe hier einfach wirklich nur ins Bild geklickt und das raufgeholt. Wie hat er das denn jetzt gemacht? Dazu gibt es eine Einstellung und zwar ist das hier, wenn ihr auf dieses Ding hier klickt, gibt es hier oben, das sind die Einstellungen zu dieser Registrierkarte, zu den Eigenschaften, zur Gradationskurve, gibt es das zielgerichtet korrigieren Werkzeug automatisch auswählen. Da, 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 da. Wenn ihr das einhakt, fahrt dann übers Bild, Linksklick und dann könnt ihr sowas hier machen. Das ist eine riesen Zeitspargeschichte, weil ihr müsst nicht hingucken, wo ist denn das jetzt hier gerade gemacht. Okay, das kennt ihr. Ich invertiere mal gerade die Maske mit Steuerung I. Nehme mir einen ganz normalen Brush, mache das ganze Gerödel hier mal ein bisschen größer und male jetzt mal gerade übers Gesicht hierbei. Mach, warte mal, sollte ich mal mit Weiß machen, damit wir davon auch was sehen und vielleicht mit mehr als 5% Output, 66%. Vorher, nachher, check. Jupp. Psychologie dazu, wir schauen immer dahin, wo es hell ist, also auch aufs Gesicht und auch wir Jungs tun das. Und jetzt ist es eigentlich so, dass das Gesicht auch hier was sehr Präsentes geworden ist. Ich mag mal gerade den Kontrast vom Kleidchen hier anpacken, vom kleinen schwarzen Etui-Kleid. Kann das sein? Andy, war das ein Etui-Kleid? was der Harm gerade sagt, ist völlig richtig, weil er sagt, die Schärfe, über die wir jetzt gerade so rumgemault haben, die fällt nachher wirklich nicht mehr auf. Weil wenn wir das der Saskia schicken und sie zeigt auf Facebook, dann wird jeder sagen, oh, tolles Bild, weil wird keiner sehen. Ne? Mit der Auflösung bei Facebook uninteressant dabei. Okay, jetzt möchte ich gerne den Kontrast hier im Kleidchen so ein bisschen anpassen. Und da gibt es hier eine dunkle Ebene, sowas wie das hier. Und dazu gibt es noch was Helleres wie das hier. Mal gucken, ob das übereinander passt. Ja, es ist also ein sehr schmaler Kontrastpunkt hier. Das seht ihr hier. Und jetzt habe ich hier das Kleidchen hier besser im Griff. Einmal invertieren, Steuerung I, den Brush wählen und übers Kleidchen malen. Passiert da was? Da passiert was, tatsächlich. Dadurch, dass das jetzt so ein schmaler Kontrast ist, sieht man das wahrscheinlich auch nicht so deutlich. Ich muss das gleich auch im Vorher-Nachher sehen, bevor ich jetzt irgendwie sagen kann, jo, das hat was gebracht oder auch nicht. Schub, Schub. Harm, wann machst du denn deine Programmierrunde? Oh ja, also das macht, es gibt dem Kleidchen also schon eine ganze Menge mehr Präsenz, auch wenn man es jetzt so. Im Malen habe ich es jetzt kaum wahrgenommen, aber hier finde ich, das ist jetzt also schon griffiger dabei. Jetzt gucke ich mir mal das ganze Gestrüpp da im Hintergrund an und dann schauen wir mal, ob wir da noch was draus gemacht kriegen. Also das ganze Grün hierbei. Da fällt mir gleich noch was ein. Vielleicht müssen wir das mal als Idee für den Hintergrund, für den Kontrastfang im Hintergrund, können wir das gleich mal verwenden. Ich ziehe jetzt mal die helleren Bereiche ein bisschen rauf im Hintergrund. Ach super, ich habe das hier gerade schon auf invertiert. Das sollte ich auch vielleicht auch sehen können, was ich da tue. Und kipp das mal in die Gegenrichtung dazu. Lass das relativ deutlich stehen. Invertieren, Brush. Mach den Klumpatsch ein bisschen größer. Mal jetzt mal hier so rein. Ich mag mal eure Meinung hören. Ist das mit dem Grün hier in Ordnung? Sieht das aus oder ist das too much?
ist too much, ne? Ja, ist ein bisschen arg deutlich. Vor allem, es macht es eigentlich deutlicher und ich will das eigentlich als Hintergrund haben. Ich will das gar nicht so deutlich haben. Ich ziehe das mal wieder ein Stückchen zurück und nehme mir nur so ein bisschen Kontrast an, nachher Anhebung damit. Damit kann ich ganz gut umgehen. Hab mir das Scripting mal kurz angeguckt. Hätte er jetzt auch keine heiße Idee, die man sinnvoll machen könnte. Ich hasse diese Hello World-Dinger, sagt der Harm gerade. Und da hast du völlig recht mit. Okay, das ist eigentlich auch ganz in Ordnung dabei. So, und was wir jetzt machen, wir kippen über das ganze Bild. Auch nochmal eine Gradation, die einfach das gesamte Bild nochmal mitnimmt, weil ihr seht ja hier, der Himmel hat jetzt hier ordentlich Platz noch drin und jetzt kriegt es dann auch richtig Sonne, das Madel hier. Ich mache mal das Schwarz hier richtig rein, drehe das mal hier drauf. Wie möchtest du denn haben? Mehr Kontrast, weniger Kontrast? Ich glaube, so ist das schon eine ziemlich gute Lösung, ist das hierbei. Wir haben keinen ausgerissenen Himmel. Wir haben tatsächlich helle Kontraste hier in den Haaren. Die Haare sind heller als der Himmel. Wir haben einen schön ausgeleuchteten Boden. Wir haben keinen Menschen, der hier irgendeine Treppe runtergeht. Und Harm sagt gerade, er könnte was in Python machen. Die fummel ich momentan rum für die Fotobooth, weil der Harm demnächst Geburtstag feiert. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt kommst du da nicht mehr raus. Jetzt musst du alle Leute hier im Chat einladen. Und wahrscheinlich machen wir auf dem Abend dann auch noch ein kleines Programmiercamp, dann direkt bei dir und so. Ich mache das Ganze noch ein bisschen schmaler, weil ich finde, das tut dem Bild ganz gut. Jo, wir haben jetzt eigentlich einen ganz guten Bildlook, finde ich hierfür schon. So, die Quick and Dirty Lösung übrigens, wenn ihr nochmal gerade ausprobieren wollt, was kann ich denn mit dem Bild noch machen, ohne dass ich jetzt hier anfangen muss, wahnsinnig in den Gradationskurven rumzustochern. Upsa, sorry, warte mal. Es gibt da noch eine ganz Quick and Dirty Lösung. Ich glaube, die haben wir auch schon mal hier gemacht. Wenn es darum geht, wie mache ich denn mal ganz schnell Variationen für mein Model? Wie kann ich das denn mal gerade hier machen? Dann gibt es hier einen Filter drin unter den Einstellungsebenen. Das sind die Color Lookups. Du meinst alle eins. Genau. Aber bei Andy sitzt auch die Karen mit dabei. Hallo Karen übrigens. Wir sehen uns ja am Samstag nochmal. Okay. Die Color Lookups sind eigentlich nichts anderes als Korrekturtabellen, die eigentlich aus der Videobearbeitung kommen. In der Videobearbeitung haben die Dinger verwendet, um gleichmäßige Looks zu bauen, wenn du verschiedene Videokameras hast und die in einem Clip zusammenführen musst. Und hiermit gibt es so Korrekturtabellen, diese hier nämlich alle. Die gibt es auch übrigens im Netz zu finden und die CC, also bei euch die kann diese Dinger auch tatsächlich speichern. Es gibt ja aber so ein paar Sachen drin, die funktionieren eigentlich immer ganz gut. Und ich kann die jetzt einfach mal, ich klicke die an und wenn ich jetzt die Cursor rauf und runter verwende, dann kann ich mir die auch der Reihe nach angucken, ohne dass ich mir die jetzt anschauen muss. Und dabei sind schon so ein paar lustige Dinger dabei. Mal gucken, ob wir hier eins finden. Das ist zum Beispiel was, wenn man jetzt also so eine ganz warme Stimmung bauen will oder wenn man eine coolere Stimmung haben will. Ist ein bisschen deutlich, weil hier frisst mir jetzt gerade die Haare vom Kopf sozusagen. Fall Colors, ja, das macht es jetzt gerade noch mal ein bisschen wärmer, sogar noch mal dabei. Filmstock 50s. Oh ja, und dann sind wir eigentlich schon wieder bei dem unterbelichteten Bild, was wir am Anfang mal gehabt haben. Den finde ich gerade ganz angenehm, weil der halt so ein bisschen so einen Futuristic Bleak, also so ein ausgebleichtes, futuristisches Dingens, der irgendwie macht. Wenn ihr das googelt, dann googelt ihr nach 3DLs. Steht ihr immer hinter. Ihr könnt ja sehen, es sind entweder Looks, Cubes oder 3DLs. Das sind die drei möglichen Dateiformate, die ihr hier lesen könnt. Und wenn ihr Mutter Google danach fragt, findet ihr auch jede Menge von diesen Dingern einfach zum Downloaden, wo sich viele Leute schon spannende Sachen zu ausgedacht haben. Es gibt sogar einen Editor dafür, der will aber Geld dafür haben und den fand ich jetzt nicht so. Ja. Soft Warming. Also die Color Lookups sind so ein bisschen die Instagram-Filter direkt in Photoshop drin. Mach doch mal ein Split-Toning, können wir das Bild so ganz cool aussehen, finde ich. Das können wir gerne mal tun, ein Split-Toning. Ich wollte jetzt bloß mal eine schnelle Möglichkeit hier abliefern, weil das kann man tatsächlich mal eben machen, wenn es da mal viele Variationen fürs Model geben soll, damit das Model happy ist und damit das alles so ein bisschen durchgängig hat oder so, kann man sich damit mal eben ganz schnell Sachen damit bauen. Okay, Split-Toning. Können wir das mit einer Verlaufsumsetzung? Ja, klar, können wir das mit einer Verlaufsumsetzung machen. Wenn wir also hingehen, ich brauche jetzt einfach nur zwei Farbtöne, brauche ich jetzt hierbei, die ich mir jetzt erstmal so greifen muss. Warte mal. Das ist nicht so mein täglich Brot, ist das hierbei. Und hier kann ich jetzt sagen, ich möchte hier,
ich mache mir das sowieso gerade mal richtig rum. Hol mir mal hier ein Schwarz. Hol mir hier mal ein Weiß. Jetzt habe ich eine Schwarz-Weiß-Umsetzung. Und wenn ich jetzt hier hingehe und hier nochmal Farbe mit reinmische, dann wird es spannend. Weil hier kann ich jetzt hingehen, ich möchte mein Schwarz behalten, möchte aber an diese Stelle hier zum Beispiel, möchte ich, sagen wir mal, ein tiefes Blau setzen. Okay. Und der Klassiker ist natürlich, ne, wenn ich jetzt an diese Stelle hier oben kein Blau setze, sondern komplementär dazu, setze ich jetzt mal ein Gelb. Damit habe ich jetzt, hier kann ich das relativ präzise einstellen, weil ich möchte nicht, dass es so komplett drüber wirkt, sondern dass es nur ganz leicht wirkt. Und hier kann ich jetzt dadurch, dass ich diese Dinge noch schieben kann, kann ich auch die Stärke dabei noch relativ gut einstellen. Ich würde hier allerdings hingehen, bevor ich das tun würde, würde ich wahrscheinlich, warte mal, wir können das ja gerade mal machen, weil ich finde, die Schwarz-Weiß-Umsetzung hierbei muss eigentlich schon ganz wichtig sein. Und ich habe ja für Schwarz-Weiß-Umsetzung, das habe ich glaube ich auch mal gezeigt, aber wir können es gerade noch machen, weil für Schwarz-Weiß-Umsetzung habe ich ein Makro. Und zwar, wenn ich Schwarz-Weiß mache, dann mache ich das so, wie ich das früher auch mit Filmen gemacht habe. Ich habe also, wenn du früher mit Film rausgegangen bist, dann hast du immer Farbfilter dabei gehabt, wenn du Schwarz-Weiß fotografiert hast. Klingt jetzt komisch und ist aber so, weil wenn du so einen Farbfilter vor die Kamera schraubst, dann ist es eigentlich wie ein Bandpassfilter ist es eigentlich, weil du sperrst damit bestimmte Lichtbereiche aus. Für Photoshop könnte man jetzt auch sagen, das ist wie eine Kanalberechnung eigentlich, wenn man das möchte. Ich habe mir das einfach gemacht, weil ich habe hier einfach nur einen Farbfilter drauf. Das ist einfach nur eine Volltonfarbe, die als Farbton einkopiert wird. Und wenn ich hier an dem Farbregler ziehe, dann seht ihr, ach guck mal da. Da kann ich ja ganz unterschiedlich, also ich hole mir jetzt eigentlich hier die Kanäle bei raus, was ich hierbei sehen möchte. Ich kann jetzt hier zum Beispiel hingehen und sagen, hier habe ich jetzt nur alles, was gelb ist, lasse ich jetzt hier gerade durch oder ich kann es hier richtig gut durchstimmen. Wenn ich sehr, sehr helle Töne haben möchte, wie hier so ein Blau, ne, ihr seht schon hier, dann verschwindet aber auch mein Haar, das ist jetzt nicht ganz so schön. Und ich kann es relativ gut auch dosieren. Ich kann ja also sagen, ich kann das so einstellen, dass hier nur dieses Stück von da ist. Also für helle Haut, helle Haare würde ich eigentlich sagen, es ist entweder ein Türkis. Oder es ist ein Gelb. Wenn das jetzt so duster hier wirkt, dann ist das nicht schlimm, weil wir können natürlich dahinter nochmal eine Gradationskurve schalten. Können also sagen, dann drehen wir doch jetzt hier einfach den Kontrast noch ein Stückchen rauf. So wie jetzt hier zum Beispiel. Jetzt fahren so meine Haare wieder so ein bisschen aus, aber das kriege ich ja eingefangen, wenn ich hier oben meine Kurve so ein bisschen gegen korrigiere. Und wenn ich jetzt hier dann den Verlauf drüber setze. Jetzt habe ich auch einen vernünftigen Schwarz-Weiß-Kontrast da dran. Haben sagt gerade Farbfilterfilme, da bin ich zu jung für. Dir ist aber klar, wie das hier gerade funktioniert hat. Ne? Also ich kann hier drüber kann ich tatsächlich dann prima dosieren, welchen Farbkanal ich mitnehme, ohne in den Kanälen rumspringen zu müssen. Dass es schwarz-weiß wird, ist ganz einfach, weil hier oben sitzt eine Farbtonsättigung drüber, deren Sättigung einfach auf 0% gedreht ist. Ich habe aber den Farbfilter hier jetzt gesetzt, bevor ich in die Farbe hier mit Kill Color rausnehme. Wenn ihr euch das anschaut, wie es dann darunter ausschaut, hier ist also jetzt gerade das Farbfilter, welches jetzt gerade hier drüber gesetzt wird. So mache ich meine Schwarz-Weißes. Oh nein, wir nehmen nicht Traffic Purple. Ja, aus dem Laden. Mit den. Nein, 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 nein. Komm, da kriegen wir ja Copyright-Dinge oder so. Okay. Ja. Da ist die Saskia. Dankeschön an den Andi für die Bilder. Und Dankeschön an die Saskia, dass die gesagt hat: Hey, mach das doch einfach. Das finde ich lustig, wenn ihr das macht. Andi, ich spiele dir gleich das Ding hier noch raus und schick dir das als offene Datei, damit du das auch nochmal bei dir hast. Ich mag das Schwarz-Weiß hier, glaube ich, gerade lieber. Ist da der Kontrast drauf angehoben? Ja, bestimmt ist er. Guck mal, die Saskia. Schön. Und der Hammer hat völlig recht. In dieser Auflösung sehe ich jetzt gar nichts mehr davon, dass da irgendwelche Schärfe nicht da ist. Und das schaut schon ganz vernünftig so aus, finde ich. Also brauchst du dich jetzt nicht mehr zu verstecken, Kollege. Hast du gut gemacht. Außerdem war das ein lustiger Tag, war ein lustiges Shooting. Was wollte ich hier noch dann aufmachen? Genau. Wir sehen uns alle wieder bei der nächsten Runde. Diesmal wieder in Türkis. Am 22. Oktober sind wir wieder alle zusammen.
vielleicht dann auch wieder ein paar Leute mehr, mal schauen, ob wir noch ein paar motiviert kriegen, wieder zuzugucken. Wenn du gerade vor YouTube sitzt oder so, ich kann echt nur empfehlen, komm hier rauf, komm bei Twitch vorbei. Wenn das Ganze live läuft, ist es viel lustiger, weil den Chat kann ich hier leider nicht mit auf den Videostream, auf die Kopie mit drauf tun. Hier ist es gerade auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Abendrunde gewesen. Es tut mir leid, dass so ein paar Sachen heute nicht so richtig funktioniert haben. Das passiert schon mal. Und dafür ist es live, weil es ist keine Aufzeichnung. Wir machen das gerade hier wirklich echt live und in Farbe. Und wir sehen uns alle am 22. Oktober wieder. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und könnt sagen, wegen, oh, das war eine spannende Geschichte. Ich habe was ein bisschen was gelernt und wenn es nur komische Farbfilter waren. Und ich freue mich drauf, wenn der Harm hier mal wirklich so ein Programmierding macht, weil das ist viel mehr deine Geschichte. Das kannst du viel besser, Kumpel. Okay. Ja, ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend. Das ist 8:30. Wir haben wieder die übliche 1,5 Stunden geschafft. Ich versuche dieses Format eigentlich auf 1 Stunde runterzubrechen, aber das ist, glaube ich, illusorisch. Das werden wir wahrscheinlich nie hier schaffen. Der Chat hat leider keine Timestamps. Ja, das ist leider richtig so. Stimmt so. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ein paar von euch sehe ich noch am Wochenende. Andy und Karen, wir sehen uns am Wochenende. Haben wir sehen uns sowieso die Tage. Du hast hier übrigens immer noch für den Drucker, hast du ja immer noch die Kassette liegen. Da müssen wir noch irgendwie dran denken, dass die noch zu dir kommt. Keine 5 Minuten Kunst. Oh Mist. Jetzt weiß ich, was ich heute vergessen habe vorzubereiten. Nächstes Mal. Versprochen. Schönen Abend noch allerseits. Ich verschwinde jetzt hier, weil ich gehe jetzt weiter in die Retusche. Bei mir geht es nämlich heute Abend noch weiter und ich werde jetzt bestimmt noch 2 Stunden in einem Photoshop sitzen und noch retuschen. Ich lasse die Kamera aber diesmal nicht mitlaufen. Guckt demnächst mal vorbei. Guckt mal vorbei, was ich da gerade gemacht habe. Das war heute eine lustige Runde mit Steffi. Davon gibt es morgen wahrscheinlich Bilder. Tschüss zusammen, sagt Andy und ich hänge mich da auch mit dran. Schönen Abend allerseits. Wo ist denn mein Dingens hier? Das muss ich auch nochmal irgendwie automatisieren.